Herzlich willkommen bei unserer verrücktesten Live-Show, Ladies and Gentlemen, und Piraten-Vibes und Piraten-Boys, Alter, und Piraten-Übersatzes auf der ganzen Weltgeschichte. Saul Hamdullah. Braucht man so eine Brille? Die kriegst du bei Shake Shack Chong Lan für 2 Euro zu kaufen, ja. Herzbergstraße bei Shake Shack Chong Lan. So, eine für die kleine Seele. Nee, ich hab keine Probleme. So. Also, warum warst du denn letzten Sonntag nicht bei mir, bei Playboy 51? Also, wieso hast du mit Creme Arsch gefickt? So, wieso habe ich deine Braut, Alter, mit Creme in den Arsch gefickt? Du bist ein Arschficker. So, ich bin Playboy. Achso, es geht ja nicht um mich. So, also, mein lieben Fenster draußen, es geht ja darum, jetzt. Du gehst ja jeden, die Fragen aus du gehst ja jeden Tag ich Arbeit. Gar nicht nee, ganz kurz. Nein. Ist ja was passiert. Lass mal erstmal anstoßen. Was ist denn passiert? Du musst ja jetzt aber irgendwie. Dicke. Jake Wan, schon liebe Grüße von Playboy 51. Du wirst bald demnächst erstmal zu Gast eingeladen. Du bist heute und Dennis. Dickerchen. Das ist ja wiederum eine andere Frage. Ja, nee, aber du fährst heute. Guck mal, okay, soll ich jetzt so machen? Dicker. Die Welt wieder zurückmachen. Interessiert ein Menschen überhaupt da draußen, mein lieben Fenster draußen, was die Familie macht? Es gibt ja viele Spionagen heutzutage. Spionagen. Ja? Was ein Mensch. Was er treibt, interessiert doch kein Schwein. Es ist jetzt. Jetzt zählt die Zeit. Nicht, was gestern war oder vorgestern oder die ganze Pisse. Master G, wie geht's dir denn zurzeit? Digga, mir geht's gut. Was hast du, warum warst du denn? Okay, nee, haben wir gesagt. Interessiert keinen. Was machst du jetzt? Jetzt bist du auf einmal doch normal. Digga, schön. Du hast doch 2 Ohrlöcher. Einen, Digga. So, 2 Ohrlöcher sind cooler wie einer. Digga, 2 sind Überbombe, ja. Ich habe doch immer Ohrringe drin, aber durch meine Arbeit. So, also kriegst du ja so jetzt wieder ein neues Ohrloch. So ein neues Ohrloch? Ich habe doch 2 Stück. Genau, Bruder. Und ich würde gerne Ohrringe tragen, aber ich muss da jeden du Tag hast arbeiten. Doch, genau, Digga, ich arbeite jeden Tag. Und ich darf in meinen Job darf ich den nicht tragen. Und es ist doch scheiße, dass wenn ich jeden Tag arbeite. Aber du kannst ja nochmal richtig stolz sein, vom Herzen aus. Ja. Was hast du denn tätowieren lassen? Ach so, ich habe von meinem Bruder, mein kleiner Bruder, der ist Tätowierer-Lehrling jetzt. Mhm. Also der hat ja im Knast angefangen mit Tätowieren. Er war ja ein paar Jahre, 4, 3 Jahre im Knast. Schöne Grüße, wie heißt dein Bruder? Sein Name ist Slick Ed Slick. Lick Ed Slick. Ed Slick. Ed Slick. Idee Slick. Er tätowiert mich komplett kostenlos, Slick. Umsonst jetzt Würmer. Sauer Playboy hat gesprochen. Slick, Slick Abstecher. Also umsonst jetzt, für Playboy Name, tätowieren lassen. Slick Abstecher. Also wenn ich zu deinem Bruder gehe, der tätowiert mich umsonst. Wieso denn immer alles umsonst, Digga? Digga, schön, das Playboy 51, der wahre Boss. Ist dein Mikro da richtig? Ja, ist er dran? Okay, hört er mich? Digga, so, ich kann was hast du denn tätowieren lassen? Ich hab mir auf jeden Fall auf mein Schulterblatt hier so eine Kirsche. Ja? Also einen Totenkopf und eine Kirsche tätowieren lassen. Also, was dann? Mit Goldzahn, Saul. Mit was? Mit Goldzahn. Aber wie kommt ihr auf die Goldzahn dann? Digga. Hat er mit der Werbekampagne irgendwie was zu tun? So? Gar nichts, Digga. Mit Werbung so, ein bisschen irgendwie was aufzubauen? So. Was, für halt was für eine Werbung denn? Der, hat er mit Werbung zu tun oder mit so einer anderen Szene so? Also irgendwie so hinterm Play 51 hinter seinem Rücken so zu fallen oder nicht? Hä? Weiß man nicht. Weil ich habe ja viele Freunde gehabt damals. Ich erklär dir mal eine Geschichte. Was ja? hat das damit zu Ganz tun, kurz. Dass ich hier... Hört mal zu. Ich hab, lass mir ja ausreden, bitte. Eine. So, Play 51 ist damals... Los, Jan, Vera Mittag. DJ Desio hat gesagt, Play 51, geh mal zu Vera Mittag, bauen wir alles auf. So, Desio hat zu mir halt so alles rum und dran. Da war ja Sigi Chefchen noch gar nicht am Start damals. Das war eine kleine Geschichte so damals bei uns so. Wir haben von klein auf groß alles aufgebaut. Und da kamen alle anderen so. Weißt du, jeder, man kriegt alles heutzutage raus, mein Lieben, ja. Heutzutage ist so, mich braucht kein Mensch irgendwie auch anzulügen. So. Ich weiß alles, Dickerchen. Weil es gibt viele Menschen, die können dich nicht leiden. Es gibt welche, die können mich nicht leiden. Die Haters, ich habe viele Fans, ist klar. Aber du sitzt ab und zu mal neben mir zu Gast. Ich ja, mag selten. Selten, genau. Du bist in meinem Herzen drin. Du bist in meinem... Nee, ganz kurz mein lieben Fenster draußen. Du bist so tierisch, so in meinem Herzen drin. Guck mal, DJ Desio hat alles aufgebaut. Play 51 hat die Sendung aufgebaut. So. Die Creme. Die Creme, du bist ein Arschficker. Du fickst da gerne. Dicker, so. Jetzt. Na gut, Dicker. Na, meine Ex ist. Du hast mir was. Nee, du hast mir ja was erzählt. So, da erzähl ich auch über dich. Nee, hör doch mal. Erstmal erzähl ich meine Rolle. Was über, willst du mir so, erzählen? So, wenn jetzt eine Ex-Olle irgendwie fremd geht. Nee, was bei dir war. Also, bei mir war so gewesen, so. Das Ding ist so, weißt du, eine Ex ist von mir fremd gegangen. So, hat Chase gebaut, auch so, die hat nicht pariert.
Da muss man die Olle so in den Arsch ficken, dass sie pariert, aber mit Creme und so, dann hat mein Kind das Kind entdeckt. Und was mit dir passiert? Nein, Dickerchen, das gehört ganz schön, nee, Kasper hier rein, Dickerchen. Okay, ihr wird alles schon. So. Na gut, mir ist das eigentlich wurscht. Das Ding ist, eine Frau hat mir eine Rache ausgeübt, weil ich bin hier kein Vollidiot und Frauen stehen ja in Arsch, gefickt zu werden. Ist nun mal so, ist nun mal die Wahrheit so, weil wenn sie nicht pariert, wird sie richtig direkt in den Arsch gefickt. Ist nun mal passiert so. Sie ist mir fremdgegangen. Nach meiner Mutters Tod hat sie das nach 3 Wochen irgendwie angekündigt und die sagt zu mir so, sie liebt so einen Hurensohn. So, der heißt Kai Alexandra. Alexandra? Oder weiß ich nicht, so ein Hurensohn-Typ, ja. Und danach, Alter, wa? Ist egal. War sie mit dem Typ zusammen? Ist mir fremd. Und da habe ich erstmal Kinepitch erstmal für sie klar gemacht. Hab sie erstmal besoffen gemacht, hab sie kurz in den Arsch gefickt. Richtig krass. Und meine Tochter, so als Strafe. Und danach morgens bin ich abgehauen und danach kam meine Tochter, hat die sehen, dass ich so krass extrem in den Arsch gefickt habe, ja. Ja? Ist nun mal so. Und so eine Scheiße haben wir nicht scherzen. Master G, ist nun mal so. Man darf Playmobil nicht spielen. Ist nun mal so. Keiner darf Playmobil mal verarschen. Ist, ich hab die sowas von krass in den Arsch gefickt danach. Und der Alexandri, wenn ich diesen Pisser erwische mit meinen Fans und warte, der kriegt so viel Nackenschellen, dieser Wichser, der kann ruhig in der Schweiz abzischen, ja, dieser kleine Michigan-Gauner, wo er denkt hier, wo sein Michigan-Bruder da irgendwie als Theater da arbeitet, 0815 geschehen, ja, Dickerschiss. Weißt du was? Keiner kann Playfield überhaupt verarschen, ich krieg alles heraus, weil hier ist geheim. Nazdrowiec. So. So, Master G, mit dir ist irgendwie jetzt zur Zeit was passiert. Ja. So, liebe Grüße an Jigwan, wir kriegen auch gleich demnächst jetzt Anrufe. Du bist ja mit deiner Ex auseinander. Eine. Was ist dann passiert? Erklär mal jetzt ein bisschen. So, nicht zu erklären, ist einfach vorbei, Saul. Echt jetzt ein Glück? So, du weißt ja, zum Wohl. So, das Ding ist ja. Weibers kommen und gehen. Ey, und Freunde bleiben für immer sauer. So sieht's aus. Zum Wohle. So Prost. Sieht's aus. Zum Wohle. Freunde Dicker, bleiben. Zeig mal die Palette, was wir hier haben, was wir noch wegballern hier mit Wodka. Ah, man hast du auch, Mann. Alter. Aber wisst ihr, was hier ist? Was ist da drin, Dicker? Ich pack mal aus. Alter. Abracadabra, Simsalabim. Nee, machen wir nicht. Ja, was hat es jetzt da? Ja. Jetzt Spraydosen. Nein, nein. Nein, mach das. Mach mal hier so. Nein, Land. So, das sind die Spraydosen. So, ich pack hier runter. Bald ist der Jake Wand zu Gast. Sprühhaft. Mann, ja, so bald. Ja? Jetzt sind 4 Wochen. Sau. So, das Ding ist. Ganz kurz, bleib mit Sprung. Warum bist du ein Arschficker, ich ein Fotzficker? Aber ich ficke Doppeldecker. Wie, du hast doch gesagt, ich ficke einen Arsch und Fotze. Ja, aber du bist ein Arschficker. Du hast gerade richtig gesagt, dass du ein Doppeldecker Hubschrauber-Style. So, ich drehe da. Ja. So, weißt du? So, aber du bist ja ein Arschficker. Du fickst ja keine Fotzen. Was ist... Hör mal zu. Ja, natürlich fick ich Fotzen, Alter. Nee, Dickerchen, wenn du einen Arschloch siehst, haust du in deinen Schwanz ein. Was ist das Besondere am Arschficken, Bruder? Warum bist du nur am Arschficken? Die Eulen hauen immer mal ab von dir. Dicker, die haben alle Angst vor dir. Weil du nur am Arschficken bist, weil Frauen, die haben Dicker, ich bin nicht nur am Arschficken. Ich fick die ganz normal, Dicker. Hör mal zu, ist es die Scheide von der Braut, von der Kids da? Ist es eine Kuppe vom Penis? Dicker, was riechst du da wieder so viel Scheiß? Hör mal zu. Ist der Kids da die Kuppe vom Penis? Wieso sagst du denn immer, dass Frau? Ich Arschficker bin, Alter? Wer bist du doch? Nee. Bist du Kids? Nee, also warum fickst du wieder mal eine Scheide? Hä? Ich fick immer Scheiden, Dicker. Wann denn? Wann hast du letztes Mal eine Buschi gefickt? Jetzt, heute Morgen. Echt? Nein. Hast du eine Arsch gefickt? Aber du wolltest einen Arsch ficken. Ich hab gesagt, Scheide gefickt, Dicker. Echt? Aber was? Achso, weißt du warum? Ey, Dicker, schön, Master G. Das Ding ist unlogisch gerade, was du gerade erzählst. Wieso unlogisch? So. Du bist ein Arschficker. Du fickst gerne, weil ihr was in den Arsch rein. Du hast doch gerade erzählt, dass du einen Arsch fickst. Nein, das geht jetzt um Arsch. Ja, du hast doch gesagt, du... Nein. Was zeigt dich denn an Arschficken an am meisten? Erklär mal jetzt diesen Prinzip. Du musst jetzt erklären, nicht jetzt ausreden jetzt hier, das wollen wir nicht. Erklär mal, was das Geilere ist daran. Nicht mich ankicken. Da in der Kamera bitte. Nee, ich wollte jetzt über. Nee, mich nicht! Ich hab gerade die Wahrheit gesagt gerade. Was ist das Schönste? Was hast du denn die Wahrheit gesagt? Hör mal zu! Okay, lass mal jetzt erzählen.
Gut. Sanjo, du hast ja gerade... Nee, du hast ja Kamera. Nee, du hast doch gerade großzügig geredet, wie du doch Arschfick gemacht hast, wa? Aber eigentlich wollte ich ja zu dir sagen, mit der Creme jetzt... Was hat da die Creme jetzt damit zu tun? Es geht jetzt um dich, Dicker. Dicker, die Creme, nein. Mit der Dicker Creme, du hast gesagt, das ganze Bett, wa? Das ganze Bett war voll mit Creme. Dicker, das hat mit der Creme jetzt zu tun. Doch, warum? Doch, das ganze Bett war voll mit Creme, doch, Dicker. Du fickst ja gerne Weiber einen Arsch. Ist du mal so, nicht was mich anfassen. Gerne? So, das Ding ist... Dicker, was heißt gerne? Hör mal zu, du bist ein Arschficker. So, erklär mal so, wie die Weibers so dabei abgehen. Guck mal in die Kamera. Hör mal zu. So, dann trinkt man noch eine. So, jetzt geht's richtig los. Hör zu, Massagee. Wieso kommst du wieder auf Arschficken, Alter? Nee, du musst jetzt darüber reden. So. Das Ding ist ja, Massagee. Haben wir heute jetzt eine Sexualkunde oder was? Ja, wir machen heute Sexualkunde. Du brauchst dich ja auch nicht irgendwie herauszureden. Wieso herauszureden, so, Dicker? Du liebst am Weiber, wenn du das Arschloch siehst. Dicker. Oh, summ. Kennst du auch die 69 so? Dicker, ne? Vor der Sendung war, vor der Sendung. BSC, vor der Sendung. Schon der Berlin Crime, schon liebe Grüße. Vor der Sendung waren wir draußen, ja? Wir saßen auf der Bank. Und da sind doch Frauen vorbeigelaufen. Oder Frauen. So, du siehst den Arschbacken. Nee, hör mal zu. Wir waren draußen, vor der Bank, ja? Vor dem Studio. Da sind die Frauen vorbeigejoggt. Richtig Müllhaufen-Arsch, ja? Hör mal zu. Und du so, oh, geile Arschbacken hintergerufen und so. Jetzt willst du mir erzählen, dass ich hier der Digga, schön, man muss ja Frauen, es gibt ja heutzutage, mein Lieben, man muss einer Frau Komplimente geben. Das hast du vergessen. Das fehlt dir noch in deinem Gedächtnis, so was da irgendwie rumschaut. Dicker, so, lass mal Playfrauen aussprechen. Dicker, hör mal zu. Du hast recht, ja? Dicker, man muss nicht Komplimente geben. Dicker. Was denn? Dicker. Was denn? Nimm mal die Finger weg, Dicker. Dicker, was willst du jetzt wieder mit deinem Messer machen? Ja. Bist du dein Bruder oder nicht? Du bist mein Bruder. So. Ja, und warum fasst du mal dein Messer an? Mach ich nicht. Das aber hast mein du gerade gemacht, nein. Dicker? Mich darf keiner anfassen. Dicker, so. Aber ey, hör mal zu, wieso fasst du dein Messer an, wenn ich nein. Nein, mich darf keiner anfassen, weil ich Playboy 50 Uhr bin. Echt? Verstehst du, was ich meine? Nein. So sieht's aus. Und dann fasst du dein Messer an, wenn ich nein, mach ich nicht. So, Ladies and Gentlemen. Richtig wieder besoffen, Alter. Nee, bin ich nicht. Das Ding ist, doch. Man darf Komplimente geben da draußen, ja? Man darf eine Frau Komplimente geben. Aber warum fickst du denn jederzeit Weibers nur in den Arsch, nicht in den Muschi? Woher willst du wissen, dass ich alle Eulen in den Arsch schicke? Nee, aber es ist nur ein Arsch. Ich hab die letzten paar Eulen nicht in den Arsch gefickt. Digga, stell mal vor, Alter, du holst die Krätze, du hast Vorderhaut an dir, ja? Du hast eine Vorderhaut an deinem Penis und dann weil ich sag's Gute nur. Weißt du, du musst mal auch mal. Guck mal, du willst mir jetzt. Auf deine Gesundheit achten. Hör mal zu, du willst mir jetzt sagen, dass ich einen eulen Arsch ficke jetzt die letzten Jahre? Ja, hast du immer. Ich sag nein. Hast du? Du hast gerade zugegeben, dass du deine Echsen Arsch gefickt hast. Ja, das erste Mal, aber du sprichst, weil du meintest, es ist geil. Und du hast immer. Ich bin ein Muschificker. Nee, Dicker, du hast gesagt, du hast den Arsch gefickt. Und soll ich sagen, was noch? Ja, aber es ist nicht schön. Nee, du hast sogar noch gesagt, war. Dass wenn man mit Creme in den Arsch fickt, ist richtig nur mit Scheiße. Ja, ich fand's ja auch. Ist nur mit Scheiße. Du hast gesagt, wenn man trockenen Arsch fickt, war, passiert nichts. Aber wenn man mit Creme in den Arsch fickt, alles voll mit Scheiße. Und du hast gesagt, du hast die richtige gefickt, ganze Bett voll mit Creme. Da habe ich zu dir gesagt, dann wird es auch wohl sein. Nee, dann alles, hör mal zu, dann habe ich zu dir gesagt, dann wird es wohl alles auch mit Scheiße sein. Und dann hast du gesagt zu mir, ich habe nicht unter die Bettdecke geguckt, du bist gleich nach Hause gegangen. Digga, hör mal zu. Das und Ding ist, hast du mir gesagt. Genau. So, soll ich jetzt was anderes erzählen? Jetzt sag ich dir mal. Okay. Gut, du hast Koks gezogen. Hä? Seit gestern, seit die Tagen, Massagee zieht Kokain. Jetzt hat er angefangen. Gestern hat er Kokain gezogen. Warum hast du dich mit deinem Ex gestritten? Dicker, wer sagt, mit Kokain hast du gezogen? Sie gesehen, dass ich überhaupt Kokain ziehe? Amalava, ich arbeite alles, ich zieh keinen Koks. Ja, wie viel Nase hast du jetzt gezogen? Ich hab gar nichts gezogen. Du hast Nase gezogen. Ich zieh auch. Du gehst heute zu Jack One, wa? Du hast auch gezogen. Du gehst heute zu Jack One. Du hast dich auch verraten. Warum mich hast du auch verraten. Wieso, wo hab ich dich denn jetzt verraten? Jetzt verraten wir uns gegenseitig. Wo hab ich dich denn verraten? Jetzt sind wir Verräter. Wo hab ich dich denn verraten? Verräter? Bei was hast du dich verraten? Dass du mich als bester Freund mich verrätst, dann verrate ich dich auch. Wo hab ich dich muss denn verraten? Muss man sich gegenseitig verraten? Nee. Siehst du, du sagst in der Kamera direkt zu Play 51, was ich mit meiner Familie mache, privat so. Und du hast gerade das erzählt. Die Sendung hat angefangen. Jeder. Nee, das jeder haben sie, Fan, der. Haben sie jetzt gerade von dir? Nee. Du hast jeder jetzt Fan, auch der das sieht, von Anfang an, was passiert, du hast gleich von dir aus erzählt, hier mit Ficken und so. Jetzt, ich hab nicht angefangen. Du hast angefangen. Du hast damit angefangen mit dem Spiel. Ja, die Soße kannst du sonst wo nicht stecken. Ich nimm es nicht, Alter. Doch. Ich hab genug Soße genommen. Du nimmst es. Weil du jetzt keinen Ausweg findest, ja? Und nee, ich ist weiß, ein Ausweg, Dickerchen. Du brauchst dich auf Steuermeier zu tun, Dickerchen. Alter, nur weil du auf 0815 Security vom Arbeitsamt deine Security-Sache bezahlt bekommen hast. Jetzt musst du ein Stück. Allerdings. Kleinigkeit, ich habe 20.000 Euro. Hör mal zu, weißt du?
Auch egal, ob... Jeder eine Kleine. Nee. Du mit deinem Baggerfahrer hast ja selbst. Und du hast nicht mal einen Lockschein, gar nichts. Ich hab alles. Dicker, soll ich sagen, was bei mir das Krasseste ist, Alter? Jede Kleine. Job, Schabel, diese Bezahlnummer Schabel, kriegt kein Sicherheitsmann in Berlin. Ja. Warum? Ja. Weil, aber ist egal. Gib mal einen kleinen Finger. Nee. Wieso machst du das? Ich hab schon ein paar Mal gemacht. Hast du nicht. Soll ich so jetzt nehmen? Weil du hast die 7,1 Covid noch nie probiert. Natürlich, schon dreimal. Hast du nicht. Dreimal hab ich das genommen. Doch. Das weiß jeder, dass du nicht gemacht hast, Digga. Ich hab dich immer unter Schutz genommen. Das weiß jeder. Ich hab dich jedes Mal unter Schutz genommen. Das erzählst du einfach. Weil du mein Bruder bist. Ja. Ich mag dich, du bist in meinem Herzen drin. Was macht ein Red 7D? Hä? Was macht Red 7D? Red 7? Du gehst ja jetzt in Spanien. Natürlich, wie letztes Jahr. Urlaub. Ja. Genau. Und du triffst dich mit den Jungs wieder. Klar. Dicker, ich hab einen Kumpel, ja, der bezahlt für dich alles, wenn du mitkommst. Will ich aber nicht. Also, ich will dann brauchst du da auch jetzt nicht drüber reden. Nee, mach ich ja nicht. Und du machst nur eine kleine. Nee. Ich nehme eine kleine und du. Komm. Warte. Genau. Nee, nee. Doch, ich hab doch schon hier. Okay. Ey. Alter. Mach mal so. Na komm, jetzt ein bisschen halber Pirat, komm. Boah. Okay. Ja. Mach mal weg den Scheiß. Wieso? Wir haben gesagt, ey. Kleine. Echt? Du hast ja eine kleine Fitze gekriegt. Dicker, ich hab die Scheiße seit 6 Jahren, Junge. Ja. Du hast ja eins gemacht. Weißt du? Soll mal jeder Fan mal ein bisschen da draußen. Du sitzt hier, du bist mein Freund, du bist alles für mich, ja? Guck mal, du hast eine kleine Fitze bekommen. Ja, ganz genau. Weißt du, was ich gemacht habe, jahrelang durch? Ja. Dicker, schön. Du erzählst einfach nur, ich mag dich. Du bist mir im Herzen drin. Ja. Du bist so in meinem Herzen drin? Dicker, ja, hier. Lass mal auf Ex jetzt zu trinken. Ey, dass ich noch zu dir halte, ja? Ja. Jahre ich halte auch zu dir. Ist ein Wunder. Und, merkst du was? Du hast eine kleine Fitze, Chris. Was habe ich denn jahrelang gemacht? Was soll ich denn noch? Soll ich einen Löffel von nee, du sollst sie nicht mehr anfangen. Merkst du das jetzt? Du hast eine kleine Fitze. Ja, ich habe genommen. Ich habe aber schon dreimal genommen. Jetzt bist du Dreiviertel Pirat bist du jetzt. Ich brauch doch kein Pirat sein. Nein, du bist ein Dreiviertel. Ich bin Master G, so. Dicker, du bist kein Master G. Weißt du, wer du bist? Du bist Sven Schwarz. Weißt du, wer Master G ist? Ja. Soll ich dir sagen? Ja. Soll ich dir sagen? Ja. Das ist der größte Mafia-Boss, der ein paar Millionen auf Konto hat. Du bist kein Master G. Weißt du, wer du heißt? Ja. Du heißt Sven Schwarz, Dicker. Dein Name ist... Ich bin Playboy. Und du bist Tanju. Du bist gar nicht Playboy, Dicker. So. Dicker, du bist gar nicht Tanju. Playboy. Ich bin der größte Playboy. Gut. Ladies and Gentlemen, so ist das nun mal. So haben wir das hier nun mal irgendwie ein bisschen getestet. Ist nun mal so, weil jeder Mensch will probieren, so irgendwie Namen irgendwie sich irgendwie aufzutauchen. Ich bin der Krasse, ich bin der Hulk Hogan, was weiß ich. Da muss jeder heutzutage sich beweisen, wer jeder was ist. Weißt du, und da muss der, man muss der Allermächtigste sein. So, ich bin Play 51, ich hab mit Weibers zu tun, Sharing Lady, die Stars, so, ist meine Rolle. Ich hab das schon jahrelang durchgemacht. Und da, man muss so sein. Man muss sich selber, wenn man sich einen Namen verpasst, Master G bedeutet für mich der Größte, der Meister von allem. Also, wenn er der Meister von allem ist, dann muss er komplett die Flasche aussaufen, dann muss er das aussaufen, dann muss er das aussaufen, dann muss er rauchen, dann muss er der größte King Kong sein. Master G bedeutet für mich so einen Namen. Wisst ihr, was ich meine? Play was gesprochen. Aber man darf niemals den Namen als Master G sich reinsetzen. Hab ich recht? Dicker. Ja. Richtig krass, ja? Ist so. Die Soße, ja? Ja. Du hast aber eine kleine Fülle bekommen von mir. Dicker, ich hab Soße probiert jetzt. Was soll ich denn an einem Löffel voll oder was? Ich hab. Hör mal zu. Ein Meister. Master G. Ganz kurz. Ohne Beleidigung. Den nennen wir jetzt ab heute. Bleibst du angesprochen? Den soften Master G. Den soften, dass er nicht so die Sache übertreibt, mein Fenster draußen. Jetzt habe ich einmal probiert, ja? Jetzt willst du gleich das schon noch mehr. Nein, sonst nicht. Du bist nicht der Meister, ja. Dicker. Du bist nicht der Meister. Player hat schwommen. Einen, Dicker. Er ist nicht der Meister. Dicker. Wisst ihr, wer der Meister ist? Ja. Dicker Tanju. Du willst gleich, ja? Ich habe einmal ein bisschen Soße probiert und gleich, dass ich noch mehr probiere. Mein Mund brennt schon weg, du bist Alter. Kein Meister, Dicker. Ich will auch gar kein Meister sein. Ja. Ich bin Master G. Dicker, ganz kurz. Ich bin Player 51. Ja, ich bist du ja auch. Weibers gefickt? Ja. So. Denkst du, ich habe keine Weibers gefickt? Dicker, schön. Hör mal zu. Ich bin schon jahrelang bei der Szene. Ja, ich auch. So, hör mal zu.
Wenn du ein Meister sein solltest, sag den Fans, dass du kein Meister bist, dass du der softe Meister bist. Dicker, ich bin der softe. Genau. Ja. Also, und die Leute, die stehen immer noch hinterher. Wisst ihr, wer der größte Meister ist? Der Mafia-Boss? Der Shaolin mit den Glatzen, die in Thailand sind, diese Mönche. Boah. Das sind größte Mafias. Das sind die größten Shaolins, Alter. Das sind die größten Masters, Dicker. So, das ist einfach nur irgendwie ausgedachte Sache von Master G, mein Lieben-Fenster draus. Ich bin wirklich der Real Man. Ich bin Play 51. Und, ich bin real, ich bin authentisch, ich bin ganz normal, Dicker. Jeder weiß es. Master G, Alter, so. Ich will dich jetzt nicht runterziehen. Dicker, ich spiele. Dicker, ich bin so wie ich bin, Alter. Ja. Lass doch mal runter. Dicker. Du sollst runterpacken. Alter. Was machst du denn? Dicker. So. Das Ding ich ist, bin ganz normal, ich bin so wie ich bin, Dickerchen. Und wir sind Brüders. Du bist mein Bruder drin. Keine, was? Ganz gut. Du hast ja erzählt, ein Meister. Master G. Weißt du, was Master G bedeutet? Hä? Der Meister? Ja. Der Meister aller Klassen. So, was kannst du denn alles? Du musst mal die Fans mal erklären. Du hast gesagt, du bist der Master aller Klassen. Ja. Jetzt musst du mir wann ein bisschen zukommen. Wann hab ich das gesagt? Dein Name bedeutet da so, weil du gesagt hast, du bist der Master aller Klassen. Also, was kann ein Meister aller Klassen? Guck mal, diesen Master G. Lass mal einen Schuss. Hör mal zu. Nee, hör mal zu. Ich schau zu. Ich war Master Shit, war mein Name, seit 98 bis 2011, wo ich das erste Mal hier war. Ja. Und dann hast du gesagt Master G. Ich hab's angenommen. Master Shit war für mich, weil ich damals ein bisschen meine Szene hier kontrolliert habe hier. Ja, was für eine Szene hast du? Ja, ist ja egal, ja. Ja. Und deswegen Shit, ja. Wenn ja, wie weißt, heißt du jetzt? Jetzt heißt Master G. Nee, du heißt Master G Soft. Achso, weil ich die Soße genommen habe, ja? Dickerchen, du bist der Softe. Dicker. Weißt du, wie viele Meisters gibt's? Was war denn eigentlich, du warst doch bei Blutsbrüders, wa? Hör mal zu. Dicker, du warst doch bei Blutsbrüders Premiere, wa? Master G. Dicker, du warst doch Premiere dort. Genau. Und dann warst du doch im Hotel essen, oder? Dickerchen. Dicker, du warst doch da essen, ja, oder? Ja, Schweinefleisch und Angst. Was? Du brauchst jetzt ja nicht abzulegen, Dicker. Dickerchen. Was hast geht du jetzt da um eigentlich dich bestellt, Dicker? Ich habe eine Currywurst bestellt und so. Und das hat dieser, das weiß jeder, hat letzte Woche schon irgendwie ausgesprochen. Master G. Soft. Du bist der Softe. Es gibt ja viele, die sich Master G. Weißt du, was Master G bedeutet? Hm. Der Schattenkämpfer von der ganzen Revolution. Dicker. Der so krass kämpfen kann. Der richtig krass kämpfen kann. Dickerchen. Du bist der Softe. Du bist der Softe? Weil Master G darf man sich nicht benennen. Aber wieso kommst du jetzt die ganze Zeit auf Kopf? Nein, das sie kommst du jetzt auf irgendwas nicht klar? Nein, hör mal zu. Dicker, kommst du auf irgendwas jetzt nicht klar? Weil es gibt viele Menschen, hör mal zu, es gibt viele Menschen da draußen. Guck mal, ich bin der wahre Play 51. Ich hab's alles geschafft. Ja. Ich hab Weibers klein gemacht, dies, das. Da warst du alles. Noch voll jung, Alter, Jungfrau und so in der Zeit. Dann kamst du zu mir hier als Fan. Hast dir damals hier 50 Euro bezahlt, die Eintritt und so. Ganz gut, vertrau mir mal. Ich hab dich jetzt aufgebaut, als Fan, du bist in meinem Herzen drin. Auch die Fans baue ich alle auf. Ist nun mal so, ist die Wahrheit. Bleib hat gesprochen. Jetzt brauchst du nicht hier rumzueiern, hier rumzulachen. Wieso? Ist nun mal so, du bist in meinem Herzen drin. Alter, ist nun mal so, das Ding ist, du heißt nur noch Master G Soft. Gibt's nichts mehr mit Soft. Das ist so. Dicke. Dicker, sonst werden die alle. Warum Soft? Soft ist der Normale. Ja. Du sollst dich deine Zinn übernehmen, sonst kommt einer. Wo überziehen ich die. Guck mal kurz, was an deinem Sender da irgendwas? Sonst kommt ein richtig krasser. Weißt du, ich will nicht, dass dir was passiert, Dickerchen, weißt du? Und ich fasse ein bisschen auf, weil ich Master G, das bedeutet ja der Gotteskrieger. Weißt du, was ich meine? Master G. Und das Ding blickt ja nicht und du musst mal ein bisschen auf Soft stellen. Weil ich bin der Playboy, ich bin ja so eine Kopfkontrolle. Ich bin ja der Entertainer. Und du musst mal nicht denken, dass du der größte Allerheiligste bist. Das geht nicht, Dickerchen. Du musst mal ein bisschen probieren, mal ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben, mein Dickerchen. Bleib einfach lustig, ein bisschen normal, ein bisschen neutral, ein bisschen lustig drauf, Dickerchen. Ist nun mal so. Und du musst jetzt sagen, dass ich recht habe, Dicker. Dass Player 51 die Wahrheit gesagt hat. Weißt du? Master G. Soft. Hast du gehört? Und bald kommt die zweite Single, mein lieben Fenster draußen. Nicht I'm a love is a go-go. Eine kleine. Nee, ich hab keine Probleme. Ich bin so, Tanjo, ich will jetzt wissen, was ist das Problem, ja? So. Warte, ich mach mal hier erstmal wieder das Licht an. Genau. Was ist das Problem, ja? Wieso genau. Du jetzt sagst, dass ich hier Zoff bin?
So, das Ding ist bei dir. Wieso, wie kommst du auf den Gedanken, dass du auf einmal Zoff bist? Nee, habe ich jetzt eben was gesagt, worauf jetzt nicht klarkommst, psychisch oder so? Seelisch, Dicker? Wir sind doch Brüder, Dicker. Nicht seelisch. Du bist mein Bruder. Aber ja. du darfst aber niemals den Schatten der größeren Mafia-Bosse reinnehmen. Weil du bist der Mafia-Boss. Hier steht Mafia, du bist Mafia-Boss. Hör mal zu, Master G. Weißt du, was Master G bedeutet? Du bist Master G Soft, Dicker. Weißt du, was der größte Master G bedeutet? Ich habe dich gerade gefragt, warum Soft? Dickerchen, wenn du jetzt der größte Master G hättest, würdest du dir die Jacke aufmachen. Mhm. 1000 Knarren hier drin, ne? Ja. Hier 1000 Knarren, hier Knarren, hier Knarren. Komm, ich hab ein Messer. Ja. Guck mal, ich bin Playboy. Ja. Weißt du, wenn so ein kleiner Hurensohn kommt, ja? Mhm. So, der mit mir Fax macht, man muss eine Waffe haben. Banjo, wo ist denn dein Mikro, du Wichser? Achso, hier. Hast du nie, ist schon runter. Warte. Weil du nur mit deinem Messer nicht klarkommst, Dicker. Richtiger Spaß, ey. So, Playboy ist kein Spaß. Man muss ein Messer. Komm mal her. Wieso braucht man ein Messer, Dicker? So, weißt du, um die Haters irgendwie wegzulöschen. Echt? Ja. Aber du hast doch gesagt, du bist auf Bewährung und du willst keine Scheiße machen. Nee, wer mich einer angreift. Wer mich einer angreift, ich stech so. Echt? So. Gibt es so viele Leute, die dich angreifen? Nee, mich greift keiner. Aber ja, dann brauchst du auch kein Messer, oder? Nee, weil die wissen ganz genau, sich traut sich keiner. Ja, dann brauchst du auch kein Messer dran. Nee, weil wenn die Polizei dich einfach kontrolliert, dann ist deine Bewährung am Arsch, Dicker. Ist mir scheiße, ja, Dicker. Echt? Das Ding ist... Achso, vorhin hast du aber mir gesagt, du hast keinen Bock auf Bullenstress, dies, das und so. Ey, die Bullen können mir einen blasen, Dicker. Die tragen auch Waffen. Die haben Waffen. Die können, die haben Schlagstecker. Dickerchen, denkst du, ich will rausgehen und ein Hurensohn kommt da irgendwie an, Alter, der hat eine Pistole dabei. Dicker, den steche ich sein Gehirn raus. Der knallt dich ab, bevor du ihn stechst. Und? Stechst. Sollen wir probieren? Weißt du, was ich mit dem mache? Soll ich dir sagen? Ja. Dicker, Atombombe auf seinen Kopf, Handgranaten in seinen Arsch rein. Dickerchen, der wird umgebracht. Dicker, weißt du was? Der wird danach richtig misshandelt. Verstehst du, was ich meine? Richtig in Arsch. Weißt du was? Wenn mir was passiert, mir, Dicker, der Typ wird ausgehäutet, richtig, sein ganzer Körper wird richtig gequält. Dicker. Kennst du die Schafe? Dicker. Kennst du die Lügner, was sie damals mit gemacht Creme haben? Mit Creme oder ohne Creme? Ohne Creme. Weißt du, was sie damals... Warum ohne Creme? Weißt du, was sie damals gemacht haben mit den Verbrechern? Dicker, wieso ohne Creme? Die haben sie damals von den Füßen, die haben Füße gehabt, haben sie komplett die Haut abgemacht, haben sie Salz rangelegt, um dass sie die Wahrheit sagen. Echt? Klar. Richtig krasse Foltermethode. Dickerchen. Mein Schwager ist Kommissar in der Türkei. Er will, dass ich komplett in der Türkei komplett die Wachen übernehme. Verstehst du? Mir brauchst du ja nicht irgendwie was vorzumachen, Dickerchen. Ich bin der schlimmste Bulle. Soll ich sagen, was ich gemacht habe? Kriminalpolizei. Hör mal zu, du erzählst dir immer und das ist alles bla bla. Ich erzähl dir bla bla. Ich hab letztes Jahr mit der Kripo gearbeitet. Und? Jetzt? Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Schlimmste. Dicker, wenn ich was sage, ist alles die Wahrheit. Dickerchen. Du hast keine Ahnung vom Leben, Dickerchen. Bist du Kampftaucher? Tieftaucher? Wollen wir beide mal Tieftauchen gehen? Dicker, bist du Kampftaucher oder was? Dicke. Ich bin Kripo. Dicker, ich bin Kommissar. Ich war letztes Jahr Kripo. Dicker, ich bin Kommissar. Ich bin wirklich Kommissar. Ich hab letztes Jahr Kripo gemacht, Dicker. Du bist kein Kripo. Du bist einfach von Arbeitsamt 0815 Alter Security Style. So. Soll ich mal was sagen? Ja. Dicker, ich arbeite, ja? Hör mal zu. Arbeite richtig. Ja. Für den Staat, ja, ich arbeite für dein Geld, Hartz IV, oder was du bekommst. Nicht Hartz IV, Dickerchen. Ja? Bei mir ist als versteckte mein Sache. Geld, was ich im Monat, was ich im Monat abzahle, ja, an Steuerversicherung und Steuern, besser gesagt, das ist zweimal Hartz IV. Dickerchen, ja? Scheiß mal auf dein Security-Scheiß, was vom Arbeitsamt für dich bezahlt hat. Dein Führerschein wurde bezahlt vom Arbeitsamt. Ich habe meinen Führerschein alles selber bezahlt. Hör mal zu. Ich habe 7000 Euro bezahlt. Du weißt gar nicht, was los ist. Alles, von meinem Geld. Du weißt gar nicht, was los ist, Dickerchen. Du weißt nicht, was los ist. Du weißt gar nicht, was los ist. Du hast hier dein Dings hier, deinen Führerschein, diese Bagger, dein Zug, Lok, alles. Du weißt ja, dass du jetzt die Türkei verboten hast. Kriegst du Dings, du weißt ja, dass du nie wieder in die Türkei fliegen darfst. Dicker. Hast du jetzt Hausverbot in der Türkei? Echt? Ja. Hausverbot. Oder du darfst rein. Hausverbot, Dicker. Oder darfst du rein. Dicker. Du musst dieses Jahr Dings, Bundeswehr. Und? Was jetzt? Dicker, Bundeswehr ist in Deutschland. Nee, hör mal zu, du musst Türkei antreten. Dickerchen, Armee. Bei uns heißt es Armee. Ja, du musst Armee. Weißt du hast türkischen Pass. Weißt es? Du musst dieses Jahr antreten. Und wenn du nicht hingehst, hast du Hausverbot, Landesverbot in der Türkei. Dicker. Und wenn du da einreist, mal kurz her. Ich bin der schlimmste Kriminalbeamter, Kommissar von der ganzen Türkei. Ohne Mama nach Sochtumann. Sau, aber hör mal zu, ist das nicht so? Was?
Ist es nicht so? Ist, du hast recht. Du musst doch zu Dings. Ja, ich hast recht. Du musst doch zu Dings. Ja, ich muss jetzt komplett die ganze Wache übernehmen von meinem Schwager. Ich sag's. Nein, recht. Du musst zur Armee. Nee, hast recht. Du musst doch zur Armee, oder? Hast, nee, nicht zur Armee. Die wollen mich zu Fettjägern schicken, zu den größten Polizeibeamten da als Gendarmerie. Ja. Ja, und wenn du nicht hingehst, was passiert dann? Ja, dann nehmen sie mich fest. Ja. Genau. Ja. Ohne Vaseline im Knast. Ja. Nicht Vaseline, schön im Knast, Diggerchen, weil ich die ganze Wache übernehme. Salhamdulillah. Okay, yes. So sieht's aus. Aber Diggerchen, du bist schlauer, Digga. Digga, weil du weißt, dass ich Wachen jetzt übernehme. Ja? Von der Türkei. Ja, so. Natürlich. Ist so. Du bist aber richtig schlau. Wo weißt du denn alles, ne? Digga, ich bin Kripo. Digga, ich bin Kommissar. Ich habe letztes Jahr mit der Kripo gearbeitet am 1. Mai. Richtig. Aber ich bin Kommissar also von der ganzen Türkei. Von der ganzen Türkei. Nicht ganz Türkei, jetzt übertrieben, aber ist wirklich so. Aber du bist schlau. Wo weißt du denn alles, Digga? Digga, weißt du nicht, was du mir erzählst? Jeder Mensch, der mir was erzählt, ja. Ich hab das in meinem Kopf. Mhm. Egal, ob er besoffen ist oder nicht besoffen. Weißt du was? Und du hast mir gesagt, du musst zur Armee. Gut. Du musst dieses Jahr zur Armee. Ja, Musiker wegen Dings, wegen. Ja. Fest, mein Schwager will mich einschicken, weil ich muss ja da irgendwie. Ganz kurz. Nee. Ladies and Gentlemen, wir müssen ja Mission wieder 51 wieder rausbringen. Nee. Wir machen mal Schwimmen. Mhm. Kampfschwimmer. Taktik im Sommer? Kriegst du denn? Tieftauchen. Aber hey, Tegeler See, ganz kurz. Wir mieten uns Sauerstoffanlagen so hinten. Bestie kommt aber mit. So, was wir Tegeler See unten finden. Soll ich dir mal was sagen? Erzähl, Digga. Soll ich sagen, was die Mission ist? Ja. Du weißt doch, letztes Jahr habe ich auch eine Flasche reingeworfen. Genau, wo die finden wir. Wo darauf nicht klar kamst. Kaufen wir mal. Und das finden wir wieder raus. Und die Flasche holst du da raus? Nee, willst du was da rausholen? Ja. Willst du was? Gemahnt. Schmuck, Digga. Und die Flasche, die ich reingeschmissen alles, wir habe. Gehen tauchen. Dieses Jahr, mein lieben Fenster. Was war das für eine Flasche, die ich reingeschmissen habe? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Welche Marke war das? Das war Berliner Kindle, das ich gesehen habe. Ich weiß alles. Siehst du? Playwatch-Sprung. Ey, Digga. So. Ist gut, Digga. Digga. So. Digga, wann kommt dein Boot so, raus? Jetzt, dieses Jahr. Ja, wann denn? Wir wollen doch Boot fahren. Wann kommt da raus? So, dieses Jahr geht ganz kurz mal in die Fenster draußen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe mit Master G dieses Jahr Kampftauchen. Wir wollen uns erstmal Dings die Sauerstoffflaschen besorgen. Richtig tief tauchen. Heller. Alles heller. Warte. Ich hab heller gesagt. Warte mal kurz. Heller. Links Nacken. Nein, nicht Nacken. Ich schwöre auf mein Leben. Nacken nein, hab ich nicht. Quatsch. Hab ich nicht. Du hast ein bisschen Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht. Also, so. Nein. Hab ich nicht. Dicker. Dicker, ich bin schnell. Ich bin so schnell, Dicker. Dicker. Soll ich sagen, wieso du so schnell bist? Ja, klar. Weil du die letzten zwei Tage richtig Nase nee, auch nicht. Hast. Ich bin ein Kampfsporttrainer, Digga. Du hast mir doch erzählt, weil du bist, wann bist du Samstag? So, was machen wir jetzt? Nee, hör mal zu, nee du sollst mir erzählen. Digga, du sollst mir erzählen. Du sollst mir erzählen. Hör mal zu jetzt. Anna, nee, ja, Spaß. Du ja, jetzt sollst du mir zuhören. Anna. Ja, ist so. Digga. Digga. Ach so, hey, machst du jetzt Kripo? Hey, mach, ja? Ich bin doch so. Ich du bin doch Bulle. Na ja, klar. Kommissar. Digga. Wo sind denn die Bullenklamotten? Ich hab dich sogar noch heute angerufen und gesagt, zieh mal deine Bullenklamotten an. Das hätte doch gepasst, weil jetzt am Freitag ist doch 1. Mai. Digga, Martin gekauft. Digga, so, du hast mir doch den Beiner? Hör mal zu. Digga. Komm mal zu deinem Bruder. Zu deinem Großen, okay? Gell, ja, auch Tori an nochmal. Gell. Ja. So, am Dings hier, hier so. Hör mal zu auf deinen großen Bruder. Da haben wir, hier ist Abi. Eine. Ja. Am 2015 haben wir. Eine. Bestellen wir uns Sauerstoff. Welchen haben wir denn heute? Hinten? Heute? Welchen soll ich Datum? Den Datum sagen? Ja. Soll ich den richtigen Datum sagen? Weißt du gar nicht, was? Bist du sicher? Jetzt sag mal wirklich. Soll ich dir sagen? Hast du noch eigentlich die Realität unter Kontrolle? Welchen Tag haben wir heute? Sag mal. Sag heute du. Ist Sonntag. Ja, welchen Datum? Welcher Datum? Ja, sag. Sag mal. Sag du mal. Ich will es doch von dir wissen. Sag du mal. Nein, sag du. Nee, sag du. Du. Nee, ich will nur wissen, ob die Realität Verlust hat. Nee, ich sag die Wahrheit. Ja, sag du. Soll ich das sagen? Ja. Soll ich das sagen? Sag. Soll ich ja wirklich sagen? Mhm. Heute ist der 19. Oder am 20. 20? Hä?
Willst du essen, Alter? Ich glaube, der 25. Echt? Drei Tage oder vier Tage kriegen alle Hartz-IV-Empfänger ihre Kohle. Echt? Die warten jetzt drauf ab. Willst du mal was sagen? Erzähl mal. Am Donnerstag kriegst du wieder Hartz IV. Nee, ich nicht. Doch. Ich krieg mein Kripo-Geld, Digga. Du kriegst Hartz IV, Digga. Digga, hast komm. Hast du Sanktions eigentlich oder kriegst du voll? Hab ich nicht. Kriegst du voll? Hä? Hör mal zu. Digga, wir gehen jetzt mal tauchen. Nee, Tanju, nicht Ohr ab. Ach, wir haben sogar den 26. Marcel. Was? Kriegst du was? Ja, doch, er stellt dir die ganze Zeit eine Frage. Dickerchen, ich brauch die ganze Scheiße ja nicht. Natürlich, sonst kannst du ja keinen Seelen essen. Achso, kannst du mir kurz dein Geld denn mir ausleihen? Also, ich krieg ja auch Geld, aber. Dickerchen, nur weil das Arbeitsamt dir jetzt komplett deine ganze Prüfung bezahlt hat, jetzt machst du auf cool? Dicker, ich kriege seit drei Jahren kein Geld vom Arbeitsamt. Ich habe mit Arbeitsamt nichts ganz zu tun. Cool. Jetzt nochmal von vorne, meine lieben Fans, dass ihr das jetzt mal Dings hier abcheckt. Gerichtsverfahren halt gehabt. Führungszeugnis voll. Ich habe meine Prüfung alles absolviert. Jetzt fangen die wieder mich an zu sticheln, wo ich nicht diesen Job bekommen kann. Ja? Jo, ganz kurz von vorne. Ja. Also. Nicht immer diese Kindergartenkacke, wird oder langsam langweilig. So, hör mal zu. Dickerchen. Wann gehen wir mal wieder mal tauchen? Ja. Nein, Tanju, jetzt bei Hartz IV. Wann kriegst du Hartz IV? Wann kriegst du denn Hartz IV? Naja, am Donnerstag müssen wir bezahlen. Natürlich. Ach, du weißt sofort den Tag Donnerstag? Natürlich. Wieso eigentlich nicht Freitag? Naja, weil ich keine, ich krieg keine Arbeit, Alter, als Führungskraft. Nee, aber meine wieso kriegst Prüfung du denn an, Nee. Wir reden jetzt was anderes. Das ist wieso auch, kriegst du am Freitag nicht das Geld? Wieso Donnerstag? Weiß ich nicht. Kann sein, dass da müsst ihr noch mehr Geld bekommen. Ich müsste eigentlich am meisten richtig Millionen bekommen. Ich muss, nein, ich muss so viel Geld jetzt hast bekommen. Hast du eigentlich Sanktionen oder kriegst du alles voll? Digga, ich muss jetzt richtig Kohle kriegen. Jeder muss jetzt das Schutzgeld bezahlen. Kriegst du von Arbeitsamt? Jeder muss jetzt richtig Kohle abbringen bei mir. Digga. Jeder. Ist mein Ernst. Ich hab's keinen Scheiß, brauchst du nicht zu schlucken jetzt. So, meine Freunde, jetzt hört mal zu, ja? Nee, brauchst du ja. Nee, hört mal zu. Warte mal, ihr habt da Kabel rausgerissen, Alter. Ja, du? Nein, ne? Ja, machst das hier. Hä? So. Digga, schön, wir gehen beide richtig tauchen. Nee, nicht tauchen. Erzähl mal, Marcel. Ist mal ernst. Dicker. Erzähl mal. Wegen Dings jetzt, warum kriegst du jetzt zum Beispiel jetzt. Warum sagst du, du kriegst am Donnerstag Geld, aber nicht am Freitag? Wieso nicht Freitag vielleicht? Dicker, schön, Alter, hast du überhaupt noch nie jemanden drin, Alter? Wenn ich das nicht noch, Alter, dich ermorden, Alter. Nee, ich frag dich doch eine Frage, wieso. Dickerchen, alle Verbrecher sehen das gerade. Du erzählst gerade über Dings hier, prahlen. Das macht man nicht. Prahlen? Über was prahlen? Man darf nicht prahlen, so wie Holländer Straße, Alter. Der 25-Jährige hat den 40-Jährigen abgeschossen. Richtig. Und man darf nicht prahlen, Dickerchen, nicht so viel Welle machen hier. Man muss mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Es gibt zu viele Kriminelle da draußen, Dicker. Dicker, erstmal muss ich was sagen, so meine Freunde. Jetzt Dicker, nee, du musst aufpassen. Nee, hört mal zu. Dicker, schön. Du brauchst dich auf den Arzt machen, letzte Woche nicht da ab und zu mal kannst du nicht mehr. Ich will nur was, weil ich doch die ganze Zeit dich frage. Nein, Dicker, schön. Nee. Du darfst nicht so prahlen, Dicker, schön. Sonst kommt eh nach. Von was prahl ich denn? Du prahlst zu sehr. Von was denn? Das ist sehr gefährlich. Ich kann wo sehr prahl gefährlich. Ich denn? Wo prahl das ich kann denn, so Dicker? Gefährlich passieren, Dicker, schön, anstatt auf dem Teppich zu bleiben, Dicker, schön. Du prahlst zu sehr. Von was denn? Du prahlst die ganze Zeit. Von was denn? Das merkst du nicht. Von was prahle ich? Was prahle ich? Ist egal, Dickerchen. Nee. Was denn? Ja, vom D-Stars hier. Dickerchen, was ist das? Es gibt, guck mal, ich erklär dir mal was. Dicker, nimm mal die Finger runter. Was prahle ich denn? Es gibt viele Menschen, denen geht's nicht gut. Ja, richtig. Verstehst du? Du machst hier so auf Dings hier, nee. Lacalucci. Nee. So auf Nobel, D-Stars. Nee. Es gibt viele Menschen, die einen Menschen sticheln. Nee. So, hör mal zu, ich wollte die ganze Zeit erstmal was in die Kamera rein sagen. Und du lässt mich ja nicht. Es gibt viele Menschen, die sticheln. Ich will kurz was und in die Kamera das kann sagen. Gefährlich sein. Nee, hör mal zu, ich will was kurz in die Kamera sagen. Ich will mal kurz was in die Kamera sagen. Pass mal auf, Leute. Ich habe kein Problem, ja, wenn einer Hartz IV bezieht. Ja, aber warum lasst ihr denn die Menschen aus? Hauptsache, die Menschen geht's gut. Hör doch mal zu. Ich habe kein Problem, wenn einer Hauptsache, ihr Menschen geht's gut. Hör doch mal zu. Ich habe kein Problem, wenn einer Hartz IV oder so bezieht. Aber lacht ihr doch nicht aus. Hör mal zu, es kann immer passieren, dass einer die Arbeit verliert, durch genau, irgendwas. Sind auch nee, hör mal zu, wenn die Arbeit Konkurs geht oder dies, genau. Das, ja. Aber Tante seit 14 Jahren. Ja, genau. Nee. Und ich habe kein Problem, mir kann es auch passieren. Dann kassiere ich drei Monate Hartz IV oder so, ist doch alles schön und gut. Ja? Aber was ist denn mit dir los, mein Dickerchen, wie geht's ja gut? Seit 14 Jahren. Das Ding ist ja bei mir. Ja. Ja, Dicker, ich zahle Steuern. Scheiß mal auf deine Steuerscheiße. Nee, nee. Meine Abgaben, die ich habe, wenn ich auf dem. Bei mir ist so, ich habe Steuerklasse 1. Steuerklasse 1 ist das Schlimmste. Oh, mein Gehirn, Alter, wird langsam. Nee. Dickerchen, ich habe die größten Prüfungen absolviert. Hör mal zu, was du gerade für eine Scheiße hast. Scheiße? Jeder kann
Security machen, jeder kann vor der Bank stehen, natürlich, aufpassen machen. Ja. Arbeitsamt bezahlt, der Staat bezahlt alles. Ich krieg kein Geld von Arbeitsamt. Hör mal zu, jetzt nicht, weil du eine Arbeit jetzt hast. Er macht wenigstens. Dicker, aber ja, aber ganz kurz, aber warum mache ich jetzt nicht? Weil ich habe meine Prüfung absolviert. Ich habe alles, weil ich habe immer gearbeitet. Du hast deine Prüfung absolviert, aber gerade seine Arbeit, Dicker. Hör mal zu, ich habe immer gearbeitet. Wie lange kannst du Hartz IV? Nicht lange, Dicker. Ich habe ab und zu mal Hartz IV. Und da habe ich Arbeitslosen. Wie lange hast du denn Arbeitsamt vom Geld? Bei mir waren immer so 3 Monate oder 4 Monate. Und dann habe ich immer wieder Arbeit gehabt. Digga, ich habe nichts mit Arbeitsamt zu bei tun. Mir, Digga, ist doch kein Problem, Digga, wenn einer Arbeitsamt Hartz IV kriegt, ist okay. Das Ding ist, mir muss nicht peinlich sein. Das Ding ist, ich bin ein Entertainer, ich bin ein Künstler. Genau. Ich werde meine Rolle in die Richtung gehen. Warum weil, passierst du dann seit 14 Jahren? Also, nicht seit 14 Jahren. Quatsch, so ein Schwachsinn. Na klar. Stimmt halt ja nicht. Ach, niemals im Leben. Wenn man irgendwie jetzt irgendwie Fernsehauftritt hat, wenn es nicht weiterläuft, so, die Leute wollen es ja sehen. Die wollen Action sehen. Ist nun mal so, ein Künstler muss sich als Künstler anmelden, als Kleindarsteller. Und wenn, als Kleindarsteller, ist nun mal so, als Künstler, man muss sich anmelden, man muss Steuern bezahlen, man muss Steuern bezahlen. Aber du machst ja nichts. Geht doch bald los dieses Jahr. Muss ich ja. Du musst dir ein Gewerbe anmelden. Gewerbe anmelden, genau. Ist nun mal so. Und bei dieses Jahr geht's los. Playboy Sprung. Echt? Ha! Danjo, aber warte mal, wir zahlen für dich die ganze Zeit deinen Unterhalt. Richtig, so sieht's aus. Ja. Ich auch. Ich hole meine ganzen Kunden rein, Alter. Nee. Du kassierst ja nur Hartz IV, du zahlst ja keine Steuern. Mann, Dickerchen, Alter, das ist wiederum eine andere Situation der Produktion, der Gesellschaft, eine neutrale. Danjo, soll ich dir mal was sagen? Bei mir ist noch das Krasseste ist bei mir, ich kriege Dings Steuerklasse 1, größte Müllhaufen. Ich zahle so viele Abgaben, ja. Was bezahlst du? Erklär mal eine Dings, ja, erklär mal ein bisschen. Wenn ich jetzt sage, wie viel ich Abgaben mache, dann kann man auch ausrechnen, wie viel ich verdiene. Und ich muss ja nicht sagen, wie viel ich verdiene, ja. Also mir geht's gut auf jeden Fall. Okay, so, ein Glück wenn auch. Ich jetzt aber heiraten würde, dann bin ich auf Steuerklasse 3 oder 5, dann würde ich auf jeden Fall, weiß ich jetzt, 150 Euro mehr verdienen, nur weil ich geheiratet habe. Es gibt immer Vor- und Nachteile natürlich, weißt du? Auf jeden Fall ist der Angearschte wie ich, der Steuerklasse 1 hat und arbeitet. Okay, ganz kurz, lass mich mal ein bisschen ausreden. Das hast du bestimmt bei deinen Prüfungen gelernt, so was du da durchgelesen hast, ja? Das Ding ist, Dicker, ich bin jahrelang... Das weiß jeder, der arbeitet seit erste Hör mal Jahr, zu, ich bin jahrelang schon unterwegs. Ja. Ich weiß alles. Ja. Verstehst du, was ich meine? Okay. Bewährung habe ich jetzt. Ganz kurz, ich habe Bewährung, dies, das. Du hast Bewährung, ja? Ich habe Bewährung, ja, genau. Warum legst du ein Messer mit? So, wenn die Messer kontrollieren, wegen, dann bist du gleich gefickt. Das darf man tragen. Das ist nicht unter dem Daumen. Dicker, das, was du dabei hast, das nicht. Hast du das letzte Mal Steuern gezahlt, richtig? Schon immer. Nee, nee, Steuerabrechnung. Na gut, wenn man einkaufen geht. Na ist so. Bleib mal die Schrocken. Daniel, wann hast du Steuern bezahlt, gearbeitet und dann noch die Steuern? Mann, schon letztes Jahr immer, Alter, Dickerchen. Ja, bei Erschall überall, Alter, hab ich gearbeitet. Ich hab überall gejackert. Du warst schwarz da gearbeitet. Bist verrückt, Alter, Dicker. Vom Arbeitsamt aus, Alter, auf 240-Euro-Basis, Dickerchen. Naja, bestimmt locker anderthalb Jahre, Alter, Dickerchen. Immer auf Bau. Und dieser. Auch dabei, Alter, hab ich ja bei meinem Vater gearbeitet. Hier stand sie, Alter, Automatenbediener, dieser. Wann denn? Digga, ich habe immer Jacke. Wann denn? Wann hast du denn? Aber wie kommt der jetzt drauf? Wann denn? Na, ist so ein paar Jahre her. Ja, wann denn? 15 Jahre ungefähr, ne? Digga, ich arbeite immer. 15 Jahre her, ne? Naja. Naja, also du locker seit 10 Jahren. Gut, also deswegen werde ich jetzt. Ich bin ja selber selbstständig. Mhm. Ist nee, du mal so? Du bist gar nichts, du bist Hartz IV, mehr nicht. Digga, schon jetzt werde ich bald reich, Alter. Ich werde jetzt Milliardär, Alter. Ich werde gesprungen, Alter. Du kommst ja die ganze Zeit gar nicht drauf klar, weil das Arbeit, weil du sagst, Arbeitsamt hat mir diese Sicherheit. Nein, Dickerchen, ich will vom Arbeitsamt hat dir dein Lohn alles bezahlt, ja? Warte mal, jetzt kannst du nichts machen. Genau, und warum? Und wegen Bewährung. Die haben es in den Wind geschossen. Genau, wegen Bewährung. Die haben es in den Wind geschossen. Genau, wegen Bewährung. Vom Gericht habe ich Bewährung gekriegt, weil ich keine Arbeit bekomme, wegen Führungszeugnis. Dafür kann ich ja nichts, wegen Notwehr. Hast du aber auch nicht gearbeitet. Doch, habe ich gemacht. Ich habe die Ausbildung gemacht, alles Mann. Wie lange ging die Ausbildung? Dickerchen, fast, Alter, ein Jahr, Dicker. Okay, ein Jahr. Ich habe alles bestanden, alles komplett. Okay, ein Jahr. Was ist mit den letzten 13 Jahren? Ja, aber was kann ich denn dafür, nein, dass was die... Was ist mit den letzten 13 Jahren? Naja, habe ich auch gemacht, Alter, nebenbei. Was hast du denn 13 Jahre lang? Ja, muss ja keiner wissen. Nee, sag mal. Naja. Was hast du denn 13 Jahre gemacht? Wie ist das? Ja klar, habe ich was gemacht. Nee. Natürlich. Sag mal, was du 13 Jahre lang gemacht hast. Der ist Alter, Dickerchen. Ich weiß ganz genau, was ich gemacht habe. Hab nebenbei noch ein bisschen was gearbeitet. Was denn? Boote schleifen, was? Alles. Aus Steuer? Oh, okay, Boote schleifen halt. Na, was hast du denn gemacht? Hast du Koks ediert? Hast du Koks verkauft? Hast du Drogen verkauft? Was hast du denn danach, wo du deine Ausbildung nicht bekommen hast als Security? Was hast du gemacht vorher? Digga, ich hab wo du keinen Führerschein hattest. Was hast du gemacht?
Ich habe immer gearbeitet. Ich hab immer, wo denn? Wo du die Ausbildung nicht bekommen hast? Ich habe immer steuerlich gearbeitet. Nee, wo du deine Ausbildung nicht bekommen hattest? Vom Arbeitsamt aus. Was für eine. Ja, genau. Ja, aber wurde es versteuert? Hast du nicht vorher vom Amt gelebt? Was für eine Ausbildung und so habe ich denn nicht bekommen? Siehst du, aber hast du nicht. Nee, hör mal zu. Ja. Was für eine Ausbildung habe ich denn nicht bekommen? Habe ich dir irgendwas mal erzählt, dass ich keine Ausbildung bekommen habe? Nee, was hast du ja vorher gemacht? So, wo du mich nicht kanntest, was hast du gemacht? Ich war Bulle. Echt? Ja. Echt? Wer war ich denn? Na gar nicht. Du hast keine. Ich war Kripo. Dicker, weißt du, wer ich war? Dicker, ich war Bulle. Kommissar, Dicker. Du hast halt Hartz IV kassiert. Der Schlimmste. Ich war Bulle. Ich will Kommissar. Du hast doch gesehen, die Fotos. Und den Gauk seinen Arsch weg ficken lassen. Bei demnächst. Dicker, ich war Bulle. Ich war letztes Jahr Kripo. Ja, Thema wechseln. Und vor ein paar Jahren war ich Dings hier. Ja, Mann, ihr mit eurer scheiß Quatsch. Und ich wurde Dings hier. Die labern alle ein bisschen zu viel Bullshit. Passt jetzt in die nicht rein? Nee, Tanjo, bla bla bla. Wieso passt es nicht rein? Ist doch Sendung. Nein, ist mir nicht peinlich. Mir ist niemals was peinlich. Das Ding ist, nein. Das Ding ist, lass mal Plev Divan erstmal aussprechen. Warum kassierst du unseren Steuern dann? Mann, ja, von euren Steuern, Alter. Jeder geht arbeiten. Ich bin hier geboren, ich bin Berliner, Alter. Reinrassig, Alter. Ich bin arisch, Alter. Ist nun mal so. Ich bin arischer. Stimmt alles gar nicht. Was, du laberst gerade, Alter. Du Dicker, da muss ja jeder. Dicker, ich bin Arbeiter. Da vom Staat aus. Ich bin der Staat. Wer finanziert Hartz IV? Naja, der Staat. Und wo kommt das Geld her? Der von den Steuern. Allgemein von Tabak, von Alkohol, Alter. Na gut, jeder geht arbeiten. Was mache ich denn? Achso, ich sitze ja auch hier. Ich muss auch arbeiten. Du kriegst ja kein Geld hier. Achso, schön, gut. Aber bald musst du rein, Herr Ruben. So sieht's aus. Ich rede von der Ist immer so, Dickerchen. Jedes Mal, wenn man arbeiten muss, man versteuern alles. Gut, da will ich aber nicht darüber reden. Weil, Dickerchen, ich habe immer gearbeitet, Dickerchen. Man kann nicht irgendwie als Künstler, Arbeiter oder was weiß ich drum und dran nicht höher bezeichnen. So. Also, ich bin ein Künstler und es wird auch weiter so gehen. Weil die Plev Divan gesprochen hat, lass sie alle quatschen, weil es meine Schiene. Sharing Lady, so sieht's aus. Aber und die zweite Szene kommt raus und es wird halt angemeldet als Bombe. Ja. Eigentlich kannst du dich kurz mal bei mir bedanken, so. Dick, Alter. Weil durch mich hast du ja Hartz IV, oder? Digga, du kannst mir die gleich mal kurz mal. Bist du schwul? Ich bin nicht schwul, ich bin cool. Ja, warum soll ich dir denn einen blasen? Digga, was erzählst du, dass ich durch dich lebe, Alter? Was du laberst, Digga? Weil ich doch arbeite. Digga, Arbeitsamt, dieser Staat hat dir komplett deine ganze Ausbildung bezahlt, so wie bei mir auch, Alter. Und jetzt bist du glücklich, weil du alles hast? Okay, Tanju, warte mal ganz ja, kurz. Ja, wir bleiben jetzt dabei. Wir bleiben ja. Tanju, so. Ja. Du bist auf jeden Fall 100%. Seit auf jeden Fall 10 Jahren durchgängig arbeitslos. Auch wenn man alles zusammen. Ich habe immer gearbeitet. Okay. Von den 14 Jahren hast du vielleicht 3 Jahre gearbeitet. Ich habe immer gearbeitet. In den letzten 14 Jahren, wie lange hast du gearbeitet? Bestimmt, Alter, offiziell, Alter, von 18. Ich habe Ausbildung gemacht. Insgesamt? Nein. Insgesamt 15 Jahre. Ich rede seitdem du 24 bist, bis jetzt. Ey, da muss man über andere auch reden darüber. Hallo. Ja. Seitdem du 24 bist, bis jetzt. Also 24 bis jetzt. So, ich bin jetzt 38. Genau, also na, sag ich dir jetzt, wie weit so? Maximum 3 Jahre davon. Nee, ja. Insgesamt habe ich gearbeitet. Jetzt insgesamt die ganzen Kameradrehs, dies, das. Nee, 20 Jahre. Nein, ich 20 Jahre. Geht doch gar nicht. Doch, weil ich Steuern bezahlt habe, alles. 20 Jahre. 24 bis 38. Kameradrehs, dies, das, alles drum und allgemein. 20 Jahre. Hör mal zu. Hör mal zu. Was denn? Wenn du 24 bist. Ja. Ne? Bis 38. Ich war vorher 24, jetzt bin ich 38. Wo sind da 20 Jahre? Das sind nur 14 Jahre. Ich habe jahrelang gearbeitet. Ich habe Steuern abgedrückt, alles. Nein, hast du nicht. Wurde alles versteuert, na klar. Bleib jetzt gesprochen. Wo hast du eine regelmäßige Arbeit? Dingerchen. Wo hast du eine regelmäßige Du kannst doch jetzt nicht nochmal Arbeit nehmen, wenn nächsten Tag der Typ aus dem Fernsehen anruft. Du musst jetzt den nächsten Tag Kameradreh machen. Wie viele Drehs hast du gehabt in den 14 Jahren? Oh, pfff. 20 Drehs. Was, 20 Drehs? Über 100 Damen hast du doch gemacht. Über 100? Klar. Dann zeig mir mal. Okay, warte mal. Sagen wir 100 Drehs. 100 Drehs ja? Sind gerade mal ein Drittel von einem Jahr. Okay? Also 3 Monate durchgängig. Sag mal 10 Drehs auf. Was noch? Erzähl mal, 100 Drehs. Dicker, überall. 100 Drehs sind ungefähr 3 Monate. So, weiter. Naja, noch nebenbei, Alter. Werbung, Alter, nee, weil was nee, da jetzt? Nee, 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 ich bin als Angestellter. Dicker, ich bin bei Millionär. Ja. Angestellter, hast du gesagt? Wie offiziell? So offiziell so? Ohne Ende. Nein. Man ist mein Ernst jetzt. Du warst Angestellte in den 14 Jahren. Naja, jetzt habe ich keine Angestellten. Wo warst du angestellt? Achso, wo ich angestellt war. In der Plattenfirma meinst du jetzt? Nein. Was meinst du jetzt? Als Arbeiter, wo warst du angestellt? Na, ich war in einem Firmenalter, habe ich nebenbei noch ein bisschen gejobbt und so. Na, ich sage jetzt die Firma, jetzt keine Werbung. Wo warst du angestellt? Na, in der Firma, Alter, hier Baujan war ich gewesen. Wo?
Baujan war ich gewesen. Ja. Baujan. Was das? Meine, ist eine Firma, Baufirma. Hör auf zu quatschen. Mann, so, ich rechne dir jetzt aus, wie viel Hartz IV du. Wie viel bekommen hast du die Hartz IV ungefähr? Mann, Diggerchen. Ich weiß, ich glaube 300. Ich mach mal bald mal. 390 oder so, oder? Also Hartz IV bekommt man 399 Euro. Aber ich mach mal bald mal. Okay. Aber ich mach mal bald. Ganz gut. Warte mal, also. Ich mach mal bald nebenbei ein Video. Ich mach mal nebenbei ein Video, Diggerchen. Was denn? So, ich mach mal selber ein eigenes Video. So, ja. Also hör mal zu. Genau. 399 mal 12, genau. Sprich einem Jahr. Ja. 4.788. Genau. Euro. Ja. Das mal 10 Jahre. Mhm. Du hast sozusagen auf unsere Steuernkosten, die wir bezahlen, ja, hast du 47.880 Euro kassiert. Oh. Ohne einen Finger krumm zu machen, nur zu Hause sitzen. Ah. Dicker Kuss. Also du hast sozusagen den Staat und im Endeffekt mich und alle anderen, die Steuern bezahlen, hast du um 1.000 Euro betrogen. Ach so, habe ich jetzt den ganzen Staat wegen jetzt? Wegen deiner Faulheit sozusagen. Ach so, weil ich jetzt so faul war. Genau. Ah. Muss er selbst zugeben, oder? Ach so, weil ich jetzt... Weil ich jetzt der größte Pate bin? Nein, richtig, ja. Weil ich nicht faul bin, Dicker Schick. Du bist doch nicht der Pate. Der Pate... Ich bin jetzt der größte Pate, Dicker Schick. So. Bist du jetzt der Mafia oder der Pate? Ich bin der Mafia-Pate, Play for Two One. Ach so, jetzt bist du Mafia-Pate. Genau. So, und also ich habe komplett den ganzen Staat jetzt irgendwie über die Finger gezogen. Was machen die ganzen anderen Rapper den Staat, mit dem Staat? Man ist, die zahlen viel Geld, Sido zahlt viel Geld, damit ja, so faulen Säcke wie du finanziert werden zum Beispiel. Ach so. Gut, also mein lieben Fenster draußen, das, ist doch so das Ding. Habt ihr selber zu entscheiden. Soll Play for Two One weitermachen? Hat nichts damit zu tun. Warte, ganz kurz. Ich rede als Arme. Sonst gibt's nie wieder eine Sendung. Wieso? Ey, hallo, Tanju. Ey, hör mal zu. Ich arbeite auch jeden ganz Tag. Ganz kurz, mein lieben Fans. Es gibt's nie wieder eine Sendung. Halt mal die Fresse kurz, Tanju. Guck mal. Ich erzähl dir mal eine Sache. So. Ich arbeite von morgens bis nachts. Genau. Weil jeden Tag mache ich was. Und ich sitze trotzdem hier. Weiß ich ja. Deswegen also, liebe ich ja. Du bist ja der Sio. Jeden Tag nichts. Mann, der Sio. Dickerchen. Dickerchen. Ganz kurz, Play for Two haben sie gesprochen, ich ficke jeden Tag, Alter, ich mach euch klar, Videoclip, Dings, das, Alter, so, dass Sharing Lady bald fertig wird, ist schon Sharing Lady schon fertig, Videoclips, ja, und ich hab auch nur eine Kraft, weißt du, ich bin da vorher da. Ich weiß, das Ding hat da nicht damit zu tun, das Ding ist ja, du funktionierst ja als Mensch anders wie ich. Ja, du bist faul, ich weiß. Nee, ich bin nicht faul, ich bin Tanju. Das Ding ist, du weißt ja ganz genau, du hast ja recht, so, Desu. Guck mal, ich mag dich ja als mein Freund, du bist mein Bester. Ich will ja nur sagen, dass und ich liebe dich ja auch, so, ich bin nicht schwul, ist ja richtig, aber du bist so krass in meinem Herzen und Desu. Du weißt selber, aber stell mal vor, Desu. Nein. Den ganz kurz, nein. Ich weiß ganz genau, wenn ich nicht mehr da bin, du wirst weinen. Was hat denn jetzt damit zu tun, Alter? Ich weiß, dass dir die Tränen aus den Augen kommen, oder? Wenn ich einen Knopf... Nein! Nein, hör mal zu! Wenn ich einen Knopf hier drücke, gibt's kein 51TV mehr. Grüße. Was willst du überhaupt von mir? Ja, aber ich weiß ganz genau, wenn ich nicht mehr da sein würde, würdest du weinen. Weil du was vermissen würdest. Alter. Du würdest was vermissen. Ich habe ein Jahr kein 51TV gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Ja, aber ich warte mal. Einfach gesagt, gibt's nicht. Und aber dann gibt's auch nicht. Ich würde dich du vermissen, aber andersrum. Ohne Desu keine Sendung, Digga. Ohne selber auch keine Sendung. Digga, ich setz da sonst wen. Meinetwegen kann ich mir selbst hinsetzen. Genau. Und ich auflegen vor der Kamera. Ja. Und jetzt? So sieht's aus. Richtig. Aber wir wollen uns alle gegenseitig vermissen. So sieht's aus. Selber gesprochen. Warum dann einfach Hartz IV kassieren, nicht arbeiten gehen, sei mal ruhig und aber dann nach Spenden fragen? Ja. Noch dreister. Nee, Spenden sind dazu, Dicker. Nee, dann die noch arbeiten. Nee. Warum denn spenden? Warte mal kurz. Warum sollen die 51TV-Fans das Ding Geld ist, spenden, wenn einer zu faul ist? Nein, das war wenigstens was einkaufen hier, dass war ein bisschen mehr Action hier drin ist. Nein, dann geh doch arbeiten, dass er einkaufen. Ja, gut, dann mach ich das. Ne? Gut. Warum sollen die Fans spenden? Warum? Sag mal. Müssen sie. Los, jahrelang Sendung gemacht, Dicker Schild. Bleib auf das Spruch hier, jeden Sonntag jetzt zu spendieren. Warum sollen die spenden? Müssen sie, Dickerchen, wer Sendung kicken will, muss spenden. Doch arbeiten. Was wegen arbeiten, Dickerchen?
Du machst doch auch deine Arbeit schnell. Ich arbeite ja. Richtig, ich arbeite auch, ich sitze hier. Ach, du sitzt hier. Was mache ich denn sonst außer eine... Digga, Stefan Raab verdient etwa seine Million, weil er moderiert. Was mache ich jeden Tag von Montag bis Sonntag, bis die Sendung... Auch arbeiten. Also, und was machst du? So, was mache ich? Werbung machen, dies, das, bla, bla, bla. Nichts, Mann. Bist du sicher? Mädchen oder Wesen oder fragst du? Ist nun mal so, Playboy hat gesprochen, so. Was machst du denn? Ich mach die Weiberstuff im Videodreh, so. Ach, so machst du jeden Tag. Dickerchen, alles ist drin, reingeschnitten worden. Kannst du dadurch Geld? Nee, wird bald rauskommen. Nee. Und dann wird es größer und dann ist es gut, inshallah. So. Ja, weil ich will, dass die Fans mal richtig Spaß haben demnächst. So sieht's aus. Nee, warum soll ich spenden? Für Unterstützung. Geh arbeiten und dann... Ja, ja. Achso, ich soll jetzt durch die Arbeit noch... Jeder Mensch geht arbeiten und verdient Geld. Ja gut, jeder Mensch soll arbeiten und soll jeder Geld verdienen. Ja, du bist so faul, Mann, deswegen kapte Bewährung, wie oft soll ich das noch sagen, Dicker, Alter? Digga, da kriegst du keinen. Als Baggerfahrer kriegst du keine Arbeit, wenn du. Digga, ich war auch 3 Jahre. Und jetzt, Alter? Ja, jetzt hast du keine Bewährung, deswegen hast du eine Arbeit. Aber du bist was anderes. Achso, da wollte ich keine Arbeit, oder was? Digga, ich hab Führerschein, ich hab alles, Digga. Ja, was hat mit Idiot zu tun, Digga? Kannst du Bagger führen, Dickerchen? Komm, wir machen zusammen Baggerschein. Ich nicht. Ich verdiene anders Geld. Kannst du Bagger fahren? Du verdienst aber kein Geld. Dickerchen, ich will... Ich verdiene Geld ohne Baggerschein. Du hast Baggerschein, verdienst 0,0. Genau, weil ich Führungszeugnis voll habe. So eine Laberei. Alter. Mann, ist so, Dickerchen. Du kannst nicht als Führungszeugs, wenn du schlechte Dings hier Einträge hast, kannst du kein Bagger fahren. Darfst du nicht, Dickerchen. Ist gesetzlich vom Staat. Ist aber so. Und das Quatsch. Heißt, Arbeitsland hat wieder Geld in den Wind geschossen. Genau, weil ich nichts gemacht habe, Notwehr. Ich habe einem Menschen geholfen. Und deswegen hat die Arbeit mich wieder rum, Alter. Du hast davor schon keine Arbeit gehabt. Ich habe Ausbildung alles gemacht, ich wollte probieren. Deswegen. Komm, jetzt weiß jeder. Hast du schon mal erkundigt auf frühzeitige Löschung für Führungszeugnis? Dass du denn Arbeit. Das geht nicht, weil meine Bewährung läuft ja am 14.02.2017 ab. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe Einträge gehabt, 10 Jahre. Dickerchen, bei nee, hör mal zu. Nach 10 Jahren werden die gelöscht. Ich habe meinen Sicherheitsschein gemacht, alles um und dran, und habe zu der Justiz angeschrieben auf frühzeitige Löschung, dass ich arbeiten dürfte, wenn mein Führerschein, mein Führungszeugnis gelöscht wird. Und was genau, hatte ich? Nach 7 Jahren haben die gesagt, okay, 7 Jahre, eigentlich 10, 7 Jahre haben die gelöscht. Warum? Weil die gesagt haben, dass ich arbeiten kann. Genau. Weil die wollen, dass man arbeitet. Und lieber... Hör mal zu. Na klar, weil die wollen... Ja, das ist ja richtig. Ja, und die haben mir nach 7 Jahren mein Zeugnis gelöscht. Hör mal zu. Ich kann jetzt meine Arbeit machen. Mann, das ist ja richtig. So wie du gerade irgendwie beurteilt hast. Du hast 7 Jahre keine Scheiße gemacht. Hör mal zu. Den lass mal sein ich Leben kann, mal... Hör mal zu. Sag mal, bist du ein Sonderschüler jetzt? Verstehst du komplett den ganzen Prinzip nicht? Sag der Sonderschüler? Hör mal zu. Digga, ich mach meine Arbeit, ich verdiene richtig gut Geld. Ja, ist ja Armnuller. Seit 14 Jahren Hartz IV kassiert. Ist ja Armnuller, ist ja richtig so. Wieso sagst du Sonderschüler? Digga, schön. Hör mal zu. Du musst ja ein bisschen was gelernt haben bei deiner Prüfung. Sonderschüler war ich gar nicht. Was für eine Schule hast du denn, Digga? Was für einen Abschluss hast du? Du hast kein Gymnasium, du hast niemals Gymnasium. Ich hab Real. Ich hol mein Zeugnis her und du hast... Ich hab Real, Digga. Was hast du Mathematik gehabt? Was hast du Mathematik, Alter? Ich hab nur 3. Echt? Ja. Ich hab 1 und 2 gehabt, Digga. Ja? Ja. Digga, ich bring mein Zeugnis her. Digga, ich hab Prüfung absolviert, Alter. Ey, Lokschein, Alter, 2-Wege-Barschein, Alter, Größenprüfung. Achso, bei dem Schulabschluss hat man genau, Lokschein ich hab 1 ja? bestanden. Wer hat die finanziert? Der Staat. Der Staat. Also, Digga, schon, mir brauchst du ja nicht irgendwie was. Ich rede davon. Der Staat nicht irgendwie was. Ich rede davon. Der Staat. Ich hab ja auch Respekt also vor dem Staat. Hey, 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 Hane! Das heißt, wir die Steuerzahler. Mann, ich hab ja Respekt. Deine ganzen Scheine finanziert. Aber die Scheine bringen nichts, weil du nicht arbeiten kannst. Eine? Ja, aber das ist deswegen, weil ich Bewährung habe. Nein, die stellen mich dabei als Lokführer nicht ein. Da versteht es auch nicht, der Sue. Dann geh doch irgendwo anders arbeiten. Ja, wo denn? Na, Laubfegen, irgendwas? Ja. Was Laubfegen, Armin, aber. Siehst du, weil du faul bist. Siehst du? Digga, schön, ich bringe ja Shearing Lady raus, Armin. Fickerei, Party, Armin. Dafür kriegst du Geld? Nein. Und Zeit zu steuern oder was, wenn du jetzt zu viel. Das wird richtig links, Dickerchen, wie viel Reihe. Dann soll ich was anderes steuern? Nee, Dickerchen, ich mach was anderes, Dickerchen. Ich hab meine ganze Macht, Alter, rein investiert. Jahrelang habe ich meine Macht investiert. Du hast und das wird auch dabei bleiben. Soll ich sagen, du hast die Macht von He-Man? Digga, nicht He-Man, Digga. Schöne liebe Grüße an He-Man. Ich bin Player 51, Saul. Digga. Und deswegen bin ich der Präsi, Alter. An Riemax? Wer bin ich Präsident, Alter? Du bist der Boss. Sa! Und wir sind Brüder, Digga. Und dann kommt die zweite Single raus. Digga, trink mal hier. Eine kleine. Nee, ich hab keine Probleme. Eine kleine für die Seele. Digga. Ich bin der Größte auf der Szene.
Aber soll ich sagen, was gerade schon meinen Kopf rausgeht? Finde ich aber richtig lustig, ja? Die Katze, die du zu Hause bei dir hast. Ja, die wiegt 35 Kilo. 35 Kilo. Willst du Red Bull, Dicker? Nein. Komm, ich besorge. Ah, Mann, hast du auch, du Mann. Achso, bald demnächst Week One, Alter, von Berlin Crime zu Gast. Und der bringt bald demnächst eine Single raus. Du fährst halt noch zu ihm, weil heute Party ist. So, wie, was für ein, du kommst mit, Alter, bewegst schön deine Eier, Alter, mit, Alter. Dickerchen. Dicker, ich muss morgen arbeiten, ich muss fit sein. Sag mal, erklär mal ein bisschen über deine Arbeit. Erklär mal ein bisschen über deine ganze Prüfung. Wie viel Prüfungen so, aber nicht so wie bei mir, Dickerchen, weil das wird sowieso nicht bestehen. Lockscheine und so eine Scheiße, so, weißt du, bei Banner. Die Sache war, ich will jetzt bei der so Bahn, Dickerchen. Hör mal zu. Ja. Bei jeder ist die Jute. Die krasseste Stelle in Deutschland bei der Sicherheitsstelle, das ist in der Fasanstraße. Das ist am Fasanstraße. Fasanstraße am Kudern. Fasanstraße, Kudern. Das ist die IHK, die Industrielle Handelskammer, ja. Und ich hatte Prüfer. Und soll ich sagen, es waren drei Prüfer. Ja. Erstens war eine von der, wie sagt die Chefin, dann war ein Banker der Chefer und ein Dings hier, Gerichtsvollzieher, also nee, Gerichts, vom Gericht jetzt. Und da waren drei Prüfer. Und die haben mich Fragen gestellt. Und ich habe die beantwortet und habe einfach die Zähne rasiert. Soll ich gerade ansprühen? Okay, Zähne rasiert? Ja. Zähne hast du ihn rasiert. Ich hab die Zähne rasiert. Von ihm. Ich hab die Zähne rasiert. Zeig mal deine Zähne. Kurz in die Kamera. Die Zähne, nicht die Zähne. Die Zähne oder die Zähne? Ich hab die Zähne rasiert, nicht die Zähne. Okay. Ja? Ja? Hattest du eine Prüfer, so eine? Echt? Hattest Mädchen du eine oder willst du fragst du? Willst du fragst du oder fragst du? Oder kickst du? Rapp mal kurz mal was in die Kamera, Dicker. Wie ist das? Ich war B-Boy. Du konntest auch noch Poké, totes Butter, sein Mund, drei Wachen, eine Karte, Panagier, Dicker. I'm in love with the Coco. Dicker, das war jetzt so eine Kleine für die Lese. Dicker, ich hab doch zwei. Ich hab keine Probleme. I'm in love with the Lolo. Ich hab ja ein Jahr in Spanien gewohnt. Eine Kleine für die Seele. Dicker, ja. Ich hab doch ein Jahr in Spanien gewohnt. Echt jetzt? Von 2000 bis 2000. Ich hab doch gerade Spanisch gerappt. Ah, Schluck auf, ihr habt gerade. Ich hab gerade Spanisch gerappt. Okay. Ja. So, was heißt das? Und wo hol ich das her? Ja, übersetz mal jetzt, was auf Deutsch heißt. Hä? Was heißt das auf Deutsch? Was ich gerappt habe? Ja. Eigentlich über Arbeiten und Nutten. Eigentlich. Echt? Über Nutten? Also ein bisschen perverser. Wieso pervers? Ich bin auch pervers. Dicker, ich bin der Perverseste. Genau. Ich bin der größte Perverseste, Dicker. Dicker, die Frauen lieben das. Echt? Perverse Typen? Natürlich. Echt? Und du fliegst ja jetzt dieses Jahr nach Spanien? Mhm. Wieso? Ich fliege am 8.6. bis zum 12.6. vier so, Tage. So, zu wem gehst du denn? Nach Malle. Mit wem triffst wie du dich jedes dann? Jahr. Mit wem triffst du dich? Und Red Seven. Gruß an Roman. Der hat doch hier auch schon schöne Grüße an Maxim. Nach Düsseldorf, nach Köln, nach Spanien, Hamburg, alles an euch. Du triffst dich jetzt mit Red 7D. Ja. Also, hat er euch ja einen dann? Ich zahle aber selber. Warum lädt er denn nicht Play 51 ein? Soll ich mal sagen, ohne Scheiße. Ich habe dir letztes Jahr gesagt und dieses Jahr, die zahlen dir den Müll. Und du sagst, nein, ich muss das so fragen. Digga, schön, weil ich muss ja selber deswegen fragen, weil ich habe heute zutage in Berlin viel zu tun, Digga, ich muss arbeiten. Und nach, wo du gesagt hast, ich muss deswegen fragen, sagst du mal, nee, ich bleib in Berlin. Dann muss ich auch. Du hast auch gar keinen schöne Pass. Grüße an Haidar, Digga, du hast Ashraf, Arafat, an Bushido, Digga, an Sido, an euch alle, Bushido, gerade. Eco Fresh, an euch alle. Du hast auch gar keinen Pass gerade, doch, oder? Natürlich, bei mir ist gut. Ich denke, du musst doch einen Pass tun jetzt. Naja, geht jetzt am 4.5. habe ich Termin. Und dann hast du einen Pass. Ja. Na, jetzt nicht. Weil ich kann da nicht runterfliegen, Dickerchen, weil wir haben eine große Mafia-Szene. Weil, Dickerchen, Jam und so, die ganzen von Rot-Weiß, auch Spandau, Muri, die ganzen Rot-Weiß, alle schön liebe Grüße vom Play of Tivan. Schön auch von mir. Sau, Play of Tivan, Schumann. Dickerchen, das Ding ist, Alter, man darf die Szene nicht übertreiben. Niemals, Digga. Master G, du weißt ja, was ich meine, wa? Natürlich, Digga. Man muss immer auf dem Teppich bleiben, Bruder, erzählen. Ey, wie viele Dosen sind die alle voll noch, was verstehst du, was ich meine? Weil du Dicker, weißt, guck mal, alles ist voll, du machst alle auf. Nee, hör mal zu. Hier ist, mal guck mal, hier voll, voll und hier, guck mal, alles voll. Aber du weißt, Danke, warum machst du mal neue Dosen auf? Nee, hab ich nicht. Guck mal hier, guck mal hier, voll, voll, Palette voll. Auf Boden. Die Palette auf dem Boden. Dicker. Du weißt ja, dass ich der Schlimmste bin. Hey, du bist der Boss. Du hast ja Dosen um mich gibt, du Spaß.
Warte. Machst du das sauber? Nee. Also. Du weißt ja, was der schlimmste Mafia-Boss ist. Sowieso der Boss. Wenn einer Faxe macht? Du bist Sanjo. Genau. Und wenn einer zu eiermäßig zu mir rüberkommt, kriegt richtig Nackenschelle von mir. Du weißt, was ich meine. Soul. Aber richtig krass, Digga. Richtig über. Aber überkrass. Wie alt bist du denn jetzt? Rate mal. Schätz mal. Sag mal die Welt. Ich soll schätzen, wie alt du bist. Sag mal, wie alt du bist jetzt. Schätzen! Ich bin 34, mein Bruder. Wie alt bin ich? Du bist schon alt, Digga. Ja. 38, so. So. Bin ich Abel? Bin ich Abel? Klar. So. Bist du? Bist du mein großer Bruder? Ha! 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 Herzzeit, Digga? Bist du ein großer Abi? Dicker. Küsschen auf die Wange. Sajan. Sa. Gut. Schuss mal an. Zum Wohle, mein Bruder. Und deswegen hat er auch jetzt vor kurzem Geburtstag gehabt. 36. Ja. Sechs wie Sex. Wir flitzen durch die Meer, halten in jeder Küste an, picken jede Pussy weg. Alle lachen. Hast du das zu gratuliert? Natürlich. Ein Tag später erst geschrieben. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mit dir Vergleich machen, welche Uhrzeit wer zuerst gratuliert hat. Weil das du auch so ein bisschen Ruhe brauchst für Seele. Ja, alle ficken sein Gehirn, Alter. Er sagt, Digga, wenn man einen Geburtstag hat, ist es egal, ob er Ruhe braucht oder nicht. Man kann einfach sagen, herzlichen Glückwunsch. Die Ausrede hat dann geschrieben. Nein. Wenn Geburtstag Mann, nein. Freut sich, wenn er an diesem Tag irgendwas kriegt, hör mal nicht zu, zwei das, Tage später. Nein, hör mal zu, nicht zwei Tage später. Das Ding ist, es gibt Menschen, weil sie sind zurzeit selig sehr belastbar. Ja. Verstehst du? Weil, jetzt, hör mal zu, ja. Okay. Das Ding ist, man braucht auch als Mensch sehr viel Ruhe. Seelisch, weil alle kommen so bei mir an. Wenn einer Geburtstag hat, an diesem Tag, ich habe ihn gratuliert. Ich habe ihn morgens gegrüßt, ich habe ihn nächstes Tag gegrüßt, weil ich will ihn nicht abstressen, weil ich weiß, was er durchmacht. Nicht abstressen, Geburtstag hat, einfach eine Nachricht, dass er Ruhe hat, weißt du, weil ich will nicht seinen Kopf belasten, weil er ist sowieso schon so genervt. Ich würde ja verstehen, wenn du sagst, oh, nee, du ich ihn jetzt nein, an, aber Dicker, eine Nachricht kann man doch so schicken, Digga. Master G, du verstehst die ganze Scheiße nicht. Nee? Master G ist auf. Okay, Dicker, du musst mich aufklären. Das Ding ist, du verstehst es nicht, weil von Desius zur Zeit, hätte ich seinen Kopf, würde ich schon einmal glauben. Ein Glück nimmt er keine Drogen, ein Glück raucht er nicht, ein Glück nimmt er gar nichts, keine Drogen, nichts. Ey, wenn ich in seinem Zustand sein würde, würde ich schon einmal glauben. Da könnten sie mich schon längst einsperren. Ja? In seiner Sache. Ein Glück nimmt er nichts, weißt du? Ja. Und deswegen, der Mensch braucht Ruhe seelisch, weißt du? Weil er hat da sowieso noch andere Sorgen, weißt du, um alle aufzubauen, na? Mit seinem Internet-Ding all zu schneiden und so. Und riesengroßen Respekt. Erstmal an DJ Desu. Eine. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday nachträglich. DJ Desu, I love you. Eine. So. Warum rückst du dann Arme nach Sorg, du mal? Digga, ich musste links Luft raus. Du hast keine Mietezeit, muss raus, Digga. Zum Wohle. Sancho, wieso machst du die ganzen Dosen eigentlich auch? Nee, mach schon. Hier sind drei Dosen voll. Warum hast du die alle aufgemacht? Hab ich schon nicht, da sind die anderen da. Nee, warum sind die voll? Warum hast du drei aufgemacht voll? Achso, drei so, dass du ein bisschen links hier, ein bisschen die Quallenwolke hier irgendwie rauskommt. Was? Die Quallenwolke. Welche Quallenwolke soll denn wo rauskommen? Achso, hier? Ja? Hier? Warum hast du die drei aufgemacht? Weiß ich auch nicht, Alter, weil ich irgendwie ein bisschen so mit dem Mühlenwort habe. Ja, glaube ich auch. Auch, ey, ich aber mindestens gibst du es zu, Bruder. Ja, Herzseite. Wussten eigentlich die Herzseite ist immer. Aber irgendwie also musst du mal eben irgendwie, warte nicht. Ja, weil sie alle mein... Du bist aufgeregt, weil heute geht's wieder nach Jack Warren. Nein, nicht Jack Warren, Dicker. Dickerchen, das Ding ist bei mir, ich bin... Was wartet denn eigentlich? Mann, Dickerchen, ich war schon immer so. Was erwartet dich denn da eigentlich? Was, Kokain, Tanjo, Play 51 Mafia, Lanz. Digga, was erwartet dich eigentlich später dort? Du willst doch eine Nase ziehen nachher, hab ich gehört. Ja, das Ding ist so, wir machen erstmal kurz mal Ohrenrufe. Eine! Wollen wir machen? Nee, aber wie ablenken. Nee! Ich will keine Nase. Wir machen jetzt Anrufe. Jake, warte, probier mal erstmal anzurufen. Was erwartet dich? Meine lieben Fans da draußen, ruft mal jetzt mal an. So, weil sie alle probieren, mich zu therapieren, ja? Du wirst doch eine Nase ziehen, hab ich vorhin gehört.
Ja, zieh mal eine. Na klar, eine kleine. Echt, siehst du eine? Eine kleine. Kleine Mieze? Nee, ich hab keine Probleme. Ich bin der Größte auf der Fete. Eine kleine Mieze? Oder eine kleine. Oder eine lange, ich hab keine Probleme. Eine kleine Mieze, ich bin der Größte auf der übersatten Fete. Eine kleine Mieze oder eine große, lange Mieze? Ich denke schon, eine kleine. Nicht eine große. So, wir machen jetzt mal kurz mal hier Anrufer. Ja? Kriegst du mit oder nicht? Kriegst ich krieg alles mit, Digga. Echt? Schaffst du? Ich hatte das Gefühl, dass du echt? Jetzt machen wir erstmal kurz Anrufer. So, erstmal gucken, so was die Fans sagen. Ja? Keine. So, ganz kurz. Was sollen die denn sagen, die Fans? Ganz kurz, Grüße. Nee, die jetzt anrufen, was soll Digga, die sagen? Digga, ich mich nicht ein, du warst letzte Woche ja nicht in der Sendung. Digga. Ach, weil ich jetzt einmal nicht da war, machst du so, jetzt eine Welle oder nee, mach ich nicht. Niemals im Leben. Du warst einmal nicht da war? Nee, du musst immer kommen jetzt, jeden Sonntag. So, jetzt. Digga, ich bin immer da. Yo, 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 take this out in the Germany 51 er Playboy. Direkt Freestyle kicken. Auf geht's. Yo, what is like in the Germany 51? Ein Klärchen bekommst du ja, mein dicker Schild. Yo, Frankfurt. Aus Frankfurt, schon liebe Grüße vom Playboy, ja, Richtung Frankfurt. So, okay. Hast du ein paar Fragen an Master G, dicker Schild? Ach, jetzt kommst du so, ja. Hast ein paar Fragen an Master G, dicker? Ja, normal, Master G. Was für ein Ding? Master G, hast du, was ist dein Lieblingssong? Was hast du am liebsten? Bisschen lauter, Dicker, schon. Du musst lauter reden, Dicker. Du musst ihm mal das Telefon aber geben. Ja. An dich. Was ist los, Dicker? Ja, Master G, was hörst du so am liebsten von Musik? Rede mal nicht so in die Muschel rein, ich verstehe gar nicht richtig, Dicker. So. Ja, was hört Master G so am liebsten? Was Master G für Liete? Achso, was am liebsten höre? Dickerchen, ich höre querbeet, Alter. Das verstehe, würde keiner denken, aber ich höre alles, Dicker. Ich höre Helena Fischer, alles, Dicker. Ja, ich wollte auch Destio fragen, ob der wieder so ganz leise Musik so im Hintergrund abspielen kann während der Sendung, so wie früher. Ja, demnächst. Einen, Dicker, machen wir übersatt, Dicker. Chillig, Dicker, chillig, Mann, weil ich habe das auch voll gefeiert und so. Und diese Sendung war auch auf jeden Fall aufbauend. Tandro, hast du früher als kleines Kind viel mit Legostein gespielt? Digga, ich hab die Legostein-Dings ja alles weggefickt, Digga. Ich hab die mal angefangen. Ja, ich war so ein Typ so. Ich hab damals aufgebaut. Ich hab Legostein immer angebrannt. Du hast eine Muschel gebaut. Ich war so verrückt. Willst du mir einen grüßen, Digga, schon? Ja, nee, diesmal nicht. Nee, grüß dich mal, Digga. Ich hab die Legostein. Feierst du die Sendung? Bitte? Feierst du die Sendung, Dickerchen? Wie die Sendung heißt? Ob du die Sendung feierst, Digga? Ja, normal, Digga, ist die beste. Ha! Ich hoffe, die alle, die zugucken, freuen sich immer, aufgebaut zu werden von Tanju. Wie viele Leute gucken gerade zu? Wie viele Leute schauen gerade zu, Dickerchen? Gecko, Knecko und Amer. Die gucken auch die Sendung jedes Mal. Und der Jalil, der guckt die Sendung schon seit 6 Jahren, also schon knapp seit Anfang. Der kennt alles in- und auswendig, aber ruft nie an, er hat keinen Bock abzupacken. Achso, was ich nochmal sagen wollte, ja, bald gibt's Fan-Treffen, Dickerchen. Oh, tschüss. Von Player 51, Dickerchen. Weißt du, wo war? Richtig fett. Der wird richtig auflegen, Dickerchen. Tegeler See, Alter, Dickerchen, richtig, Alter, richtig Konzert auf der Bühne, Mann. Weißt du davon, was das ist? Weißt du was? Und ich dann Rapper auf der Bühne, Shering Ladies. Ja, Mann. West Coast Style an der East Coast, an der Schale. Let's go. Yo, dieses Jahr geht's los, Dickerchen. Tegeler See. Yes. Yeah. Schönen Abend noch, ja? Bis dann. Ciao. So, nächster. Ciao. Ja, am Tegeler See. Digga, Desi und Sina. Am besten so in und Desi legt auch. Am besten so, dass sie die Turntables. Okay. Tschüss, tschüss, Element, Arabi, tschüss. Ah. Hallo, wer ist dran, Dickerchen? Ja, hallo. Ich bin's, Jam, Digga, aus Hamburg. Oh, Jam, Alhamdulillah. Aus Hamburg, ja, so. Hast du ein paar Fragen, mein Bruder? Ich hab meine Frage an Master G. Schöne, fette Grüße, Dickerchen. Schöne Grüße an Master G. Schöne Grüße an und so. Master. Achso, warte, ich geb den. Warte, warte, Bruder. Dicker. Oder? Hallo. Ey, 14 Jahre arbeitslos, oder? Ja, ich nicht hier, Playboy, Dicker. Nee, Playboy, genau, und eine Frage. Jo, an Playboy oder an der Dings ja Master G, Dicker, schön. Okay, du bist ja 14 Jahre arbeitslos, kannst du jetzt mal was rappen? Also, na, was willst du denn? Hier, ich schreib dir was vor. So, dessen Beat jetzt machen? Soll ich dir was vorrappen? Ja, bitte, mach mal, wie heißt diese eine türkische von dir? Achso, Anlaturum und Banabana. Ah, okay, soll ich dir vorretten? Anlaturum und Banabana, ja?
Bitte. Gut, dann soll das ein Beat machen? Nein, mach doch. Okay, ich mach Beatbox, ja? Ohne okay. Beat, ohne Beat. Ohne Beatbox. Yeah, yeah. Anna, du Mono Banabana. Schleise, Lana Olo. Chala, chala, chala. Warte, mir hat's gut. Nein. Yeah. Anna, du Mono Banabana. Çala 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 bakıyorum sana sana. Bilsin mi kaderlere baka baka. Aynen. Durumu biliyorum. Ar sike 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 bilsin mi baka baka çalsın. Ah shit mazafaka. Diskotik içinde dans ediyorum. Bütün kızlar bana bakıyor soruyor. Sen kimsin benim adım 51'a Playboy. Senin adın ne Playboy benim adım 51'a Playboy. Kızlar bütün anlayışla akıyor akıyor. Bildiğim sordum bilsin anlamadım. Aşağıda gelsin. Sağ. Milyoner lan. Aaa Dicker. Aaaa. Willst du mal noch grüßen, mein Bruder? Hör mal, Danjo, danke schön. Ich grüße alle aus Hamburg. Und schönen lieben Grüße an Hamburg, mein Lieben. Vom Herzen aus. Bald wirklich Millionär. Sau, sau. Und dann Diskothek, okay. Inshallah. Hamdra, mein Lieben. Und dann kommt ihr alle so. Präsident, Kapitän, Experten, Schützler, oben. So. Hä? 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 Alle. So. Der nächste, mein lieben Fans da draußen. Ja? Bart, so war schon gewesen. So, jetzt normal rasiert. Nein, nein. Dings Rundfunk hier 51. So. 12 o'clock in the morning. Morning, if we're gonna be go south on the go. Ey, Dicker, es ist irgendwie so ein verrücktes Kreis, die waren hier langsam so, für sie es gehören, Saal. Tanju. Ja, erzähl, Bruder. Wie geht's, Tanju? Na, Playboy 51 sieht's immer gut. Hast du ein paar Fragen an Master G, Dickerchen? Digga, du darfst dich auf keinen Fall therapieren lassen hier ein bisschen in der Sendung. Ja? Du bist der Mafiosi, Digga. Du kannst dir jetzt nicht von ihm erzählen lassen, dass du arbeitsloser Penner bist und so. Ja, ja, Master G wird langsam frech, so Player, oder? Digga, Master G arbeitet vor deiner Bank, steht da wie ein Neger rum und er denkt, oh, er was jetzt nicht. Was? Glaub, was? Wie, warte, nochmal. Wie Neger? Warte, erzähl weiter. Nee, was? So, na, ich meine jetzt so, nicht als Beleidigung, nichts gegen Schwarzen. Keine Beleidigung gegen die Schwarzen, der Bruder. Ja, aber was ist das denn? Nein, Altür. Aber ich meine jetzt, nicht als Beleidigung. Genau, als genau. Hat sie weiter. Er steht da von der Bank, ja? Auf richtig Sklaven. Wer sagt denn, dass ich an der Bank arbeite, Dicker? Gut, warte, ich gebe dir kurz Massage. Dicker, wer erzählt denn, dass ich von der Bank arbeite? Erzähl mal. Und ich habe auch an Destin eine Frage. Ich würde mal wissen, wenn es bei ihm nicht mehr so läuft mit DJ und so, würde er Laub fegen gehen, wie du Tanjo das gerade anbietest? Du würdest doch selber kein Laub fegen. Okay, warte mal kurz. Wie kommst du darauf? Diese Aussage. Keine Streitereien. Wie kommst du darauf? Weil du sagst, Tanjo, ja, geh Laub fegen, du bist faul, mach doch dies und das. Wenn es bei dir nicht laufen würde, würdest du Laub fegen gehen, Destin? Was würde ich denn sonst machen? Denkst du, ich würde verhungern? Digga, du fliegst mit Privatjet jeden Tag hin und her, du würdest niemals Laub fegen. Was willst du denn wissen, was ich vor 25 Jahren gemacht habe? Digga, ich würde auch Laub fegen, wenn ich kein Geld hätte. Was hast du denn gemacht damals? Na, kennst du mich? Nein, aber du machst Handy jedes Mal fertig, dass da die Idiot. Also keine Vorurteile über andere Menschen machen, ja, Dicker, schön, Alter? Weil wenn keine Arbeit ist, ich arbeite immer Soulbauer. Ja, aber das Ding ist so, so wie ja, alle zusammen. Was ein Ding, Dicker? Das Ding ist ja so, man darf sich gegen sich runterziehen, so, so, so. So, man darf sich, aber, man darf sich gegen, wir haben halt zusammen, so. Yo, yo, easy, easy to Zubnama, ding, 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 ding. Yo, wer ist dran, Dicker, schön? Hallo? Yo, hier ist 50. Anaconda. Hallo? Hallo? Ja, quatsch doch mal. Jo, wer ist dran? Jo, hey, hier ist Jo aus Stuttgart. Aus Stuttgart, Dickerchen. Ini, mini, mini, mo. Let's go. Kinderschokolade, mach den Puller gerade. Was los, Dickerchen? Wir haben letzten Samstag am Netto gechillt. Genau, weiß ich ja selber. Ja, Dose, ja. Erzähl, Dickerchen. Weißt du noch, weißt du Bescheid? Natürlich, Dicker. Ich weiß alles. Wer denn? Da weiß ich das immer bei Netto. Fan bist du doch von mir, wo wir zusammen uns getroffen haben zu dritt. Wo denn? Hier bei Netto, hier, Franz-Hahn-Platz. Echt?